Zeuge Kazimierz Smolin, Polen. Direktor des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau, 44 Jahre. 150. Verhandlungstag, 22.04.1965. Kluschniak, ich darf zunächst noch mal Ihre Personalien aufnehmen. Sie heißen mit Vornamen? Janusz. Kluschniak, wie alt? 38. 38 Jahre alt, verheiratet. Von Beruf Angestellter, jawohl. Und wohnhaft in Waldorf, in Waldorf bei Frankfurt, bei Frankfurt. Gartenstraße 22. Und nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten. Nein, das Herr Kluschniak, wie war es? Sind Sie ein für alle Mal beeidigt? Jawohl. Ja, und Sie berufen sich heute auf diesen Eid, den Sie ein für alle Mal geleistet haben? Jawohl. Unter Berufung auf den ein für alle Mal von Ihnen geleisteten Dolmetschereid? Jawohl. Ja, Herr Smolin, es ist also so gewesen. Sie sind am ersten Tag bei dieser Ortsbesichtigung, waren Sie mit in Birkenau. Ja. Und zwar hat man dort die Rampe besichtigt. Sie sind damals gefragt worden, und ich frage Sie das heute wieder, ob sich sowohl auf dem Turm in Höhe der Rampe Scheinwerfer befanden und ob auch SS-Leute mit transportablen Scheinwerfern auf der Rampe unterwegs gewesen sind. Jawohl. Sie wollen beide Fragen mit Ja beantworten. Ja. 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 Also, Herr Hüllen, würden Sie dann vielleicht mitschreiben, das ist also nicht ein wörtliches Protokoll, aber Sie müssen jetzt den wesentlichen Inhalt angeben und es würde mich das interessieren, dass das ziemlich genau hinkäme, dass Sie sagen, der Zeuge erklärte, auf Befragen, dass sich sowohl auf dem Turm in Höhe der Rampe Scheinwerfer befunden haben, als auch, dass SS-Leute mit transportablen Scheinwerfern auf der Rampe unterwegs gewesen seien. So. Herr Smolin, Sie sind dann mit dem Gericht seinerzeit an den Eingang des früheren Zigeunerlagers gegangen und haben das Gericht dort eingewiesen. Da können Sie sich vielleicht noch dran erinnern. Ja, ja. Die Blockführerstube. Nun sind dann anschließend die Blöcke 3 und 4 der ehemaligen Strafkompanie besichtigt worden und es wurde festgestellt, dass zwischen beiden Blöcken eine 2,20 Meter hohe Mauer gezogen war und dass das Eingangstor aus Brettern bis zur Höhe der Mauer errichtet worden sei. Damals handelte es sich darum, in dem Waschraum des südwestlichen Teils des Blocks 3 festzustellen, ob ein Fenster nach Süden und ein Fenster nach Westen vorhanden gewesen seien. Bei dieser Ortsbesichtigung waren die Fenster da, sie waren beide nicht zu öffnen. Was wissen Sie von diesen Fenstern? Okna są wymieniane. Die Fenster sind ausgetauscht worden. Ale wymiana u nas następuje na zasadzie konserwacji, tak jak poprzednio było. Wobei bei uns der Austausch aus Gründen der Konservierung stattfinden und vor allem so, wie das in ursprünglicher Form war. Więc o ile nie było przed tym możliwe do otwarcia, również konstrukcja nowa jest tak samo zrobiona, to znaczy też się nie otwiera. So dass, wenn das Fenster vorher nicht zu öffnen war, so wurde das Fenster auch in erneuerten Zustand, beziehungsweise renovierten Zustand auch nicht zu öffnen
Ja. Also ist es richtig, wenn ich Ihre Antwort dahin präzisiere, dass nach Ihrer Meinung es sich bei diesen Fenstern in Block 3 um die Nachbildung der Originalfenster gehandelt habe und dass auch im Jahr 1942 die Fenster vermutlich nicht zu öffnen gewesen sind? Ja, also genauso vermutlich nicht gewesen sind. Genauso wie vermutlich nicht zu öffnen gewesen sind. Bo nie wiem, bo mogły zachodzić jakieś zmiany w czasie. Ja pamiętam okres ostatni, jaki był, prawda? Tak jak myśmy zastali blok. Also mir ist nur der Zustand der Fenster so in Erinnerung, wie wir die Dinger vorgefunden haben. Das heißt, es könnte in der Zwischenzeit zwischen 42 und bis Ende irgendwelche Änderungen eingetreten sein, aber ich kann mich nur daran erinnern, wie wir die Fenster vorgefunden haben. Ja, chciałem jeszcze może dodać, że przed konserwacją, to znaczy przed wymianą jakiejkolwiek części w bloku, następuje u nas przeprowadzona jest inwentaryzacja obiektu, to znaczy ścisłe rysunki, jak blok wygląda, żeby tak samo albo podobnie, analogicznie wyglądał. Ich möchte hierzu zufügen, dass bei uns vor jede konservative, vor jede Maßnahme, die mit Konservierung der Gegenstände zusammenhängt, die Dinger ganz genau nachgezeichnet bzw. aufgenommen werden und das alles schriftlich festgelegt wird. Inventarisiert. Inventarisiert. Konservatorische Inventarisierung heißt das. Ja. Schreiben Sie dann im Protokoll weiter. Meine Erinnerung geht jedoch nur zurück auf den Zustand, wie wir ihn bei, Erneuerung oder Konservierung. Bei der Konservierung des Lagers vorgefunden haben. Wir sind im Allgemeinen bemüht, vor einer Neuanfertigung uns genau über den Zustand zu unterrichten, wie er früher bestanden hat. Ja? Nun, Herr Smolin, Sie sind dann im Laufe der weiteren Besichtigung des Lagers auch in den Block 11 gekommen? Nein, vorher Block 7, 8. Ich glaube, es waren, były pomiary dokonane z bloku 7, 8, mniej więcej. Es wurden Vermessungen im Block 7 und 8 vorgenommen vorher. Ich glaube jedenfalls, ja. Das war die Reihenfolge. Ja, dazu sind Sie aber nicht gehört worden. Nein. Aber, ja, es ist dann gesprochen worden, vor dem Sie in Block 11 waren, dass in Birkenau in dem Lager B2D zwei Waschbaracken waren. Und zwar möchte ich Sie jetzt fragen, war nach Ihrer Kenntnis früher noch eine weitere Waschbaracke als diejenige vorhanden, die jetzt noch anscheinend zu sehen gewesen ist? In den Grundrissen, ja. Więc to nie był blok 11, tylko na B2D badaliśmy ostatnie dwa baraki. Więc przed proszę pana, pan sędzia. Ja to zrozumiałem. Zrozumiał pan. Tak. To znaczy, więc myśmy nie oglądali bloku 11, tylko oglądaliśmy dwa ostatnie baraki na B2D. Wir haben die zwei letzte Baracken in dem Komplex oder B2D. B2D besichtigt. Ja. Nicht Block 11. Nein. Ich bin jetzt noch in Birkenau B2D. Według moich wiadomości, obydwa baraki ostatnie, jeden z nich był albo pralnią, albo umywalnią, to znaczy albo weszeraj, albo, no, jak to nazywać, umywalnia? Waschraum. Waschraum, a drugi był podobny, bardzo podobny, są obydwa baraki. Nach meinem Wissen war ein von den beiden Baracken Waschraum. Beide baraki. Beide Baracken. Oder Waschraum, oder... Entweder Waschräume oder... Wäscherei. Herr Smolin, ich habe vergessen, Sie zu fragen, sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Ja. Herr
Herr Vorsitzender, darf ich einen Moment unterbrechen? Der Dolmetscher hat zwei Termine heute Morgen vor dem Amtsgericht. Er ist um 14 Uhr frei. Ja. Wäre es möglich, dass man dem Zeugen Pickney sagt, dass er um 14 Uhr wiederkommt und dass der Dolmetscher dann um 14 Uhr... Herr Arnold, sagen Sie das, ja? Ja, also Sie haben bei der Besichtigung einen Grundriss von einer Waschbaracke vorgefunden. Ja? So habe ich Sie verstanden. Ja. Aber Sie sind der Meinung, dass noch eine zweite Waschbaracke vorhanden gewesen ist oder ein Waschraum oder eine Wäscherei oder sowas? Ja, mogę pokazać to może na planie przecinki. Ja, Sie können es auf dem Plan zeigen, wenn Sie wollen. Ich würde es gerne auf dem Plan zeigen. Die Besichtigung. Był najdłużej badany. Diese Baracke wurde am längsten untersucht. Ale równocześnie był i ten oglądany powierzchownie. Gleichzeitig wurde die andere Baracke auch oberflächlich allerdings besichtigt. Obydwa baraki mają urządzenia jakieś z rurami, jeśli się nie mylę. Beide Baracken haben Einrichtungen, die aus Rohren oder Wasserleitungen bestehen. W tym miejscu. Da in, an dieser Stelle. I więcej na ten temat nie jest. Und mehr habe ich zu diesen beiden Baracken nicht gesagt. Ja, aber können Sie uns sagen, welchen Abstand diese beiden Waschbaracken zur Rampe gehabt haben, etwa? No to nie wiem, to były pomiary dokonywane. Es wurde genauestens vermessen, ich weiß 60 nicht. Metrów, nie wiem dokładnie, 50. Ich weiß es nicht, es könnten vielleicht 50 oder 60 Meter sein. Und die beiden Baracken zueinander? Między barakami jest od tym również, nie wiem dokładnie, ale chyba jakieś 12-15 metrów, to jest przeciętny. 12-15 metrów, ich weiß es nicht genau, es könnte. Ja, es ist damals mit 13,60 Meter gemessen worden. Nun, Herr Smolin, diese Kenntnis haben Sie auch nur, nachdem Sie Direktor dieses Museums geworden sind, bekommen von diesen Baracken. To znaczy, te wiadomości uzyskał pan dopiero wtedy, kiedy pan został dyrektorem muzeum, tak? No tak, bo ja nigdy na B2D nie byłem. Ja, denn ich war vorher nie auf B2D. Ja. Also dann nehmen Sie weiter ins Protokoll auf, dass sich außer den Resten der noch vorhandenen Waschbaracke eine weitere Waschbaracke befunden in dem Block B2D befunden haben muss. Bitte? Im Lagerabschnitt B2D befunden haben muss. Und dass der Zwischenraum zwischen diesen beiden Baracken etwa 12 bis 15 Meter gewesen ist. Ja. Herr Smolin, Sie sind dann nach 14 Uhr in den Block 11 gegangen, in Auschwitz I, und haben dort zunächst den sogenannten Stehbunker besichtigt. Ja. Was können Sie uns sagen über die derzeitige Gestalt des Stehbunkers? Ist die noch die ursprüngliche oder sind da Veränderungen vorgenommen worden? Nee. To jest nowa ściana, ale na podstawie śladów, jakie były dawniej po murze, wyraźnie widać i na suficie, i na podłodze, widać jak dawniej stały te ściany. I na tym samym miejscu zostały postawione nowe ściany. Es wurde neue Wände errichtet, und zwar genau nach diesen Anhaltspunkten, die aufgrund der früheren Wände da gewesen sind, die man auch deutlich hat erkennen können. Dlaczego ściany są rekonstruowane, ale nie są wszystkie rekonstruowane. Częściowo one są tylko zamarkowane, to znaczy do połowy dla zwiedzających, żeby można widzieć, co jest w środku. Nicht alle Wände sind ganz hochgezogen, sondern sind nur teilweise angedeutet auf halbe Höhe, damit markiert, damit die Leute, die diese Räume besichtigen, auch drüber schauen können. I właśnie na suficie widać wtedy tą linię, bardzo dokładnie linię starą w betonie suficie. Man kann dabei auf der Decke die Linie feststellen, an der früher die Wand hochgezogen worden ist. Ślad jest naturalnie stary, zresztą można go dokładnie było badać w czasie wizji.
Die Spuren sind ja sehr alt, das konnte man bei der Besichtigung genauestens feststellen. Kiedy została zdjęta ta ściana oryginalna? Nie wiem dokładnie, ale przypuszczam, że to stało się albo za czasów Liebehenschla, albo po Liebehenschlu, znaczy w 1944 roku, prawdopodobnie dokładnie nie. Wann diese Wand abgerissen worden ist, weiß ich ja nicht. Ich vermute nur, dass das bei der in der Zeit, wo Liebehenschl im Lager war. Oder etwas später. Oder etwas später. Also die heute der heutige Zustand der sogenannten Stehbunker ist eine Rekonstruktion, die man vorgenommen hat nach den Spuren, die von den ursprünglichen Stehbunkern noch vorhanden waren. Man hat zum Teil die Wände nicht ganz hochgezogen, sondern ihre ursprüngliche Höhe nur markiert. Ja, ja, ist richtig. Ja, z tym, że części, znaczy te drzwiczki, które są do wejścia, są oryginalne. Wobei die Türen, die in die Wände hineingehören, original sind. Wobei man jedoch Türen eingefügt hat, die dem Original entsprechen. Tak. Ja. Te części original, original sind. Sind sie noch original? Original. Wobei man die Originaltüren noch eingefügt hat. Ja chcę dodać, że te drzwiczki, jak również i części krematoryjne z krematorium pierwszego, zostały znalezione na terenie obozu po oswobodzeniu i dlatego one były konserwowane. Ich möchte hier hinzufügen, dass diese Türen und Teile des Krematoriums 1 auf dem Gelände des Lagers nach dem Kriege gefunden worden sind und dadurch auch bis sind für heute tak, im Stande. Von Krematorium 1 auch. Von Krematorium 1, ja, Teile davon, von Krematorium 1. Wie, man hat Türen vor. Sowohl die Türen ja, als auch Teile vom Krematorium 1. Były razem, po prostu znalezione man na terenie fand sie zusammen irgendwo, Teile des Krematoriums Bauhofie 1. Die aber trotzdem gehörten an und für sich zum Bunker Block 11. Zum Block 11. Ja. Herr Vorsitzender, schließen sich, darf ich die Frage anschließen, woher weiß der Zeuge das? Że znalezione zostały na Bauhofie, znajduje się w tomie procesowym, bo to wszystko my posiadamy. W tomie procesowym Hessa, jeśli się nie mylim, 11 tom. Türen wurden auch in dem Bauhof gefunden und das ist alles schriftlich in Prozessakten. Ja, der Herr Verteidiger wollte nur wissen, wodurch Sie sich davon überzeugen konnten, dass diese Türen ausgerechnet zu Block 11 gehörten. To już nie wiem, to były oględziny w każdym razie dokonane w 1947-1946 roku przed procesem Hessa. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Teile genauestens untersucht wurden vor dem Prozess Hess im Jahr 1947. Damals war ein anderer Direktor des Lagers und der lebte nicht mehr. Herr Wonsowicz. Diese Türen wurden seinerzeit auf dem Krematorium 1 gefunden, auf dem Bauhof gefunden, ja, auf dem Bauhof gefunden. Und man hat seinerzeit vor dem Prozess gegen Höss diese Bestandteile untersucht und festgestellt, dass sie zu dem Bunker Block 11 gehörten. Ich selbst habe diese Feststellung nicht getroffen. Ja. Dann, Herr Smolin, wie ist es nun gewesen? Im ersten Stock von Block 11, da waren die Fenster in diesem Saal nicht zu öffnen. Wissen Sie etwas darüber, ob diese Fenster nach dem Innenhof im Jahr 1943
zu drei Viertel etwa zugemauert gewesen sind. Zostały zamurowane. Waren zu drei Viertel vermauert. Ja, około 43 albo w 43 roku, dokładnie. Um 43 oder im Jahre 43, genau weiß ja. ich. Ja, und woher wissen Sie das? Skąd pan... Skąd to wiem? Tak. No bo jeszcze w obozie, gdy byłem, to widziałem, że były zamurowane tam u góry, byli SS-mani później, częściowo. Als ich noch im Lager war, habe ich es gesehen, denn da oben waren ja auch noch SS-Leute ja. teilweise. Nun, wie soll ich das verstehen? Drei Viertel zugemauert, heißt das in Höhe von drei, in der Dreiviertelhöhe zugemauert? Oder soll ich sagen, ein Viertel der Fenster war nicht zugemauert, also ein 25% würde ich mal sagen, der Anzahl der Fenster war nicht zugemauert und der Rest war zugemauert. Oder waren sie alle zu drei Viertel zugemauert? Chyba wszystkie, ja nie wiem dokładnie, ale chyba wszystkie są zamurowane na wysokość około 3/4. Alle Fenster waren in der Dreiviertelhöhe zugemauert. Ja. Te, które są w stronę bloku 11, w bloku podwórza bloku 11. Die Fenster, die auf den Hof zu Block 11. Z drugiej strony nie pamiętam. Czy auf, die an, auf die andere Seite kann ich mich nicht entsinnen. Ja. Dann schreiben Sie dann weiter, im ersten Stock des Block 11, befand sich ein Raum, aus dem man einen Blick nach der schwarzen Wand werfen konnte. Die Fenster in diesem Saal, wie auch die anderen nach dem Innenhof gelegenen Fenster, waren im Jahr 1943 zu drei Viertel etwa zugemauert. Stimmt das, Herr Simon? Ja. Bitte? Ja? Ja? Das habe ich mir eben diktiert. Ja. Nun, war dann eine Verbindungsmauer zwischen Block 10 und 11 ja. zu erkennen. Ich frage Sie, ist diese Verbindungsmauer seit dem Jahr 1940 unverändert geblieben oder haben sich da Änderungen bekannt gemacht? Niezmieniona. Są oryginalne drzwi i wszystko jest oryginalne. Es ist alles original geblieben. Ja, das ist original geblieben. Dann wissen Sie, ob der Block 27 irgendwann einmal ein höher gelegenes Fenster als das Giebelfenster gehabt hat? Nie przypominam sobie, ja tylko twierdzę, tak jak było podczas wizji, nic się nie zmieniało, to znaczy nie mogę dokładnie odpowiedzieć. Ich kann mich nicht entsinnen, es ale blok nie, nie ulegał zmianie żadnym, nie, nie był poddawany żadnym zmianom. Dieser Block wurde keinerlei Änderung unterzogen. Ja. W oryginalnym stanie. Ist so im originalen Zustand. In originalen Zustand. Da es heute ein solches Giebelfenster nicht hat, wird es auch im Jahr 1940 keins gehabt haben. Ja. Hat sie wahrscheinlich nicht. Ja. Schreiben Sie bitte, die Verbindungsmauer zwischen den Blöcken 10 und 11 ist seit 1940 unverändert. Der Block 27 hat nach meiner Kenntnis nie ein anderes Fenster gehabt, als zurzeit zu sehen ist. Sehr wahrscheinlich auch kein Giebelfenster. Nun, wie ist es mit der Wäscherei, Herr Smolin? Wann ist die aufgebaut worden? Ona rozpoczęto budowę chyba pod koniec 42, w każdym razie w 43 była już wybudowana, dlatego skąd biorę tą datę? Dlatego, że kierownikiem tej wäscherei był Klaus, Otto Klaus. A Klaus pracował w Politische Abteilung u nas jeszcze w 42 roku, a później poszedł do Neue Wäscherei właśnie. Więc przypuszczam, że to się stało albo 42 koniec, albo 43 roku. Raczej w 43 roku. Ich nehme an, dass mit den Bautätigkeiten im Jahr Ende 42 begonnen wurde, aber die Wäscherei stand auf jeden Fall im Jahr 1943. Die genaue Daten verbinde ich mit dem
Deswegen habe ich noch so gut in Erinnerung, weil sie für mich mit dem SS-Mann Klaus in Zusammenhang hängen, der bis 1942 in der politischen Abteilung im Lager war und 1943 in die neue Wäscherei gegangen ist. SS-Mann Klausen oder Klaus? Otto Klaus. Otto Klaus. Er war auch in Zivil, glaube ich, hat eine Neptunwäscherei gehabt im Laufen am Neckar. Also, so viel ich mich erinnere, ist die Wäscherei in Anführungszeichen im Jahr 1942 oder 1943 aufgebaut worden. Ich kann mich an die Verhältnisse damals noch ziemlich deutlich erinnern, zumal ich diese Wäscherei in Verbindung bringe mit einem SS-Mann Otto Klaus aus Laufen, ja? Laufen am Neckar. Am Neckar, der seinerzeit dort tätig war. Stimmt das so? Ja. Herr Vorsitzender, da bin ich aber noch ergänzend aufzunehmen, dass er gesagt hat, dass dieser Zeuge Otto Klaus zunächst in der politischen Abteilung tätig war, ja, und dass er dann zur Wäscherei gekommen ist. Ja, der dort tätig war, nachdem er vorher in der politischen Abteilung gearbeitet hat. Ja, powiedziałem inaczej, troszeczkę mnie prostował, że datę dlatego pamiętam, że poszedł do niej, do tej Wäscherei, poszedł Klaus. Poprzednio pracował u nas, więc nie mogła stać ta Wäscherei wcześniej, bo Klaus był tam kierownikiem. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Ja, es handelt sich um kleine Berechtigung, zwar in etwa das Gleiche, was der Zeuge vorher gesagt hat. Also der Klaus war vorher auf der politischen Abteilung, nicht wahr? Und nachdem die Wäscherei gebaut worden ist, ist er zu der neuen Wäscherei gegangen. Ja, nachdem er vorher bei der politischen Abteilung tätig war, so haben wir das verstanden. Ja, das war also an dem ersten Tag der Besichtigung. An dem nächsten Tag der Besichtigung wurde dann zunächst der Block 20 in Augenschein genommen. Und da möchte ich Sie fragen, sind in diesem Block 20 Flure und Decken des Obergeschosses abgetragen worden oder sind sie überhaupt verändert worden gegenüber früher? Są zmienione, dlatego że tam powstaje w tej chwili wystawa francuska i blok znajduje się w całkowitym remoncie. Wurden abgetragen, denn zurzeit wird dieser Block für eine französische Ausstellung, wie der Zeuge sagt, hergerichtet. Und deswegen befindet sich der ganze Block im Umbau. A poprzednio były dokonane zmiany na parterze, ale nie pamiętam w tym roku, w każdym razie zanim ja przyszedłem do muzeum. Vor meinem Diensteintritt als Direktor des Museums wurden Veränderungen in Parterre unternommen. Wann und inwieweit weiß ich es nicht. Ja, dann schreiben Sie weiterhin dazu, die Flure und Decken des Obergeschosses in Block 20 sind inzwischen abgetragen worden, weil hier eine Ausstellung durchgeführt werden soll. Nun, Herr Smolin, Sie sind dann weitergegangen in Block 20 und es war dann die Rede von einem zweiten Toilettenraum beziehungsweise von einem Krankenzimmer, das als sogenanntes Verbandszimmer oder Behandlungszimmer dort sich befunden haben soll. Was wissen Sie davon noch? Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że myśmy oglądali blok od strony bloku, od strony ulicy głównej, to znaczy od bloku 25, 26, weszliśmy do bloku 20. Naprzeciw 26. Wchodziliśmy do bloku 20. Machen Sie die beiden zu, machen Sie die auf, nicht, das soll hier ziehen, habe ich mir eben sagen lassen. Ja. Więc myśmy wchodzili na blok 20 od strony ulicy, od bloku 26. Tak. Wir betraten den Block 20 von der Seite des Blocks 26 her. I wówczas po lewej stronie, und dann ist es an der linken Seite, na pytanie pana sędziego Hoca,
powiedziałem, że to jest pokój, w którym kiedyś pracował Claire. Auf Befragung von Gerichtsrat Hotz habe ich ihm erklärt, dass das ein Zimmer war, in dem früher der Claire gearbeitet hat. Also in dem Zimmer an der linken Seite. Ja, und wo lag dieses Zimmer? Po lewej stronie, an der linken Seite wejścia. War im Eingang. Licząc od bloku 26. Also nochmal von dem Block 26 gesehen, wenn man in den Block 20 reinkommt, liegt das Zimmer an der linken Seite beim Eingang. Ja. Ślady tego pokoju, bo on jest inaczej w tej chwili wygląda, ślady jednak wielkości tego pokoju można było poznać po śladach podłóg, jakie się zmieniały między jednym a drugim pokojem kiedyś. Das Zimmer ist zurzeit in einem anderen Zustand als ursprünglich, aber die frühere Ausmaße dieses Zimmers kann man genau nach den Spuren feststellen, die noch auf den Fußböden verlaufen. Ist da eine Trennwand abgerissen worden? Tak. Ja. Tej ściany właśnie nie ma i są tylko ślady. Diese Wand ist also nicht da, sind nur noch Spuren davon auf dem Fußboden vorhanden. Und befand sich dieses Zimmer neben einem Toilettenraum? Nie. Dalej jest jeszcze jakiś pokój. Był jakiś pokój. Nein, es noch weiter licząc, war irgendein Zimmer. Licząc naturalnie po lewej stronie cały czas. Wenn man die linke Seite damit meint. Tak, może ja narysuję, ja nie wiem, ja dokładnie to też nie narysuję, bo przy tym była wizja, bo po prawej stronie znajduje się tak zwany mały Duschraum albo Waschraum albo coś. Dagegen auf der rechten Seite befindet sich ein kleiner Raum, der Duschraum oder Waschraum als Waschraum anzusehen ist. Ja, das heißt also rechts von dem Eingang. Eingang. Ja. Und Sie sagen aber, dieses Behandlungszimmer war links von dem Eingang. Ja, może to lepiej rzeczywiście narysować, bo ja się boję, że może tutaj. Wenn es möglich wäre, würde es gerne mal skizzieren, denn ja. Es ist zu kompliziert. Czym ja tylko powiem, jak mniej więcej jak sąd oglądał to. Ich möchte so erklären, wie ich das auch bei der Lokalvision mit dem Gericht erlebt habe. Ja będę pisał tutaj Claire od razu, a tutaj piszę Duschraum albo Waschraum, ja nie wiem dokładnie, jak to tam się nazywało. I później są inne, tu jest klatka schodowa znowu, drzwi wejściowe, blok 21 tu jest. Tutaj są wielkie umywalnie, to są Waschräume, te duże tak zwane, i toalety. Mniej więcej. Jak tu było rozdzielone, tego dokładnie nie wiem. W każdym razie to były sale bądź jakieś ambulatoryjne, bądź też sale chorych. Dokładnie tego nie wiem. Mniej więcej naturalnie to jest znaczone. Ja, darf ich mal sehen. Also, was Sie hier gezeichnet haben, das soll sicher... Von Block 26. Ja, weil Sie da schrieben 21, das soll aber sicher 26 heißen. Nee, 21 ist obok. Das ist Ausgang zu dem Block 21. Das ist der Ausgang. Also das hier der Block 26. Może namaluję, 26 to już sytuacja. Ja, würden Sie doch vielleicht mal kommen, ja? Also Sie hatten hier hingeschrieben 21. Also, aha. So, ja. Das heißt, also das ist jetzt der Block 20, ja? Herr Smolin, das ist der Block 20, den Sie hier beschrieben haben. Ja? Was Sie hier im Einzelnen beschrieben. Ja. Und wenn Sie von Block 26 kamen, ja, da war links gleich das Zimmer Claire. Obwohl diese Wand war... Ist weggefallen, jawohl. Nur waren andere Fußboden, ja. Glaube, ungefähr. Und Sie konnten auf dem Fußboden noch sehen, dass hier die Trennwand war. Andere, ja. Ganz andere Art von Fußboden. Ja, ja. Ich glaube, hier ist Zement oder so etwas und nachher sind... Und hier, das war ein Duschraum oder ein Toilettenraum? Ein Duschraum. Oder Waschraum, ja.
Das war doch das Zimmer, wo immer diese Tötungen vorgenommen worden sind. Ja. Behandlungszimmer. Ja. Hier war Behandlungszimmer oder Krankenzimmer. Ja. Das hat, kann sich ja. Nachher waren die Toiletten, Pissoiren, also ja. Die Toiletten und sogenannte große Waschräume. Oh, ja. Alle krank. Mhm. Und war ein Ausgang zum Hof. Zum Hof, nach Block 21. Hier war wieder auch Eingang. Ja, ja, ja. So, danke schön. Also, würden Sie da noch schreiben, auf Block 20 war links vom Eingang aus Block 26 kommend das Zimmer Claire. Heute allerdings ist die Trennwand zu dem anschließenden Behandlungsraum oder Krankenzimmer nicht mehr vorhanden. Man kann jedoch am Fußboden noch die Spuren der früheren Trennwand feststellen. Nun, Herr Smolin, wie ist es mit diesem sogenannten Behandlungszimmer? Also unter Behandlungszimmer verstanden Sie das Zimmer Claire? Ja, nie, ja twierdzę, że pokój Claire'a nazywam cały czas pokojem Claire'a. A obok tego, co było, to nie wiem, czy to była sala dla chorych, czy to był Behandlungszimmer. Ja w bloku 20 też nigdy nie byłem, także mogę tylko powiedzieć, że to było obok jakiś pokój, ale czy to było to miejsce, w którym Claire szpilował, czy nie, tego ja nie wiem. Das Zimmer Claire ist für mich eindeutig von vornherein Zimmer, das Zimmer in dem, also Zimmer Claire für mich, weil sie ja nach dem erste Zimmer links. Zimmer Claire für meine Begriffe. Ja. Was daneben lag, was mit dem Raum daneben lag, ja. Weiß ich es nicht, weil ich ja selbst nie auf dem Block 20 gewesen bin. Ja. Ob das ein Raum war, in dem ja. Getötet wurde und oder nicht, ich weiß es. Das ist das Gewerbe. Ja. Befand sich das sogenannte Verbandszimmer. Es hat verschiedene Begriffe gehabt. Also das ist das Zimmer Claire. Ja, und dieses Zimmer Claire, also das erste Zimmer links, hatte das dieselben Fensteröffnungen wie damals? Tak. Jawohl. Są szerokie okna bardzo. Sind breite Fenster. Ja. Ist da nichts dran erneuert worden? Możliwe, ja już nie pamiętam dokładnie tego, to już najlepiej na miejscu. Ich weiß es nicht so genau, ich kann mich das daran nicht mehr so erinnern. W każdym razie są na pewno w tym samym miejscu. Może są zmienione, ale nie pamiętam. Sie sind auf jeden Fall an der gleichen Stelle wie ursprünglich. Ob sie ausgewechselt worden sind, daran kann ich mich nicht entsinnen. Całego muzeum, znaczy całego byłego obozu, ja w głowie to nie mogę mieć dokładnie dziś powiedzieć, czy tam się coś zmieniało. Ich kann über das ganze Lager nicht so aus dem Kopf aussagen. Ja. Kannten Sie denn diese Fenster schon früher oder haben Sie sie erst kennengelernt, nachdem Sie das Museum übernommen haben? Nie, no te okna były takie same, one są bardzo szerokie. Przyznał pan różnią. Przed tym? Przed tym. To, tak. Jawohl, ich habe sie vorher auch gesehen. W bloku 25 mieliśmy biuro również. Tak. Wir hatten ja im Block 25 das Büro. Więc naprzeciw, prawie że naprzeciw. Also gegenüber, so gut wie gegenüber. Die Fenster in diesem ersten linken Zimmer, in Klammer Claire, Klammer zu, haben dieselben Ausmaße wie früher? To na pewno. Ja. To na pewno. Jawohl. Punkt. Ob sie inzwischen erneuert worden sind, kann ich mit Bestimmtheit nicht sagen. No nie mogę odpowiedzieć na to, bo to musiałbym na nowo zobaczyć, czy zmiana drzewa nastąpiła. Auf diese Frage kann ich nicht genau antworten. Ich musste feststellen, ob die Fenster ausgetauscht wurden. Ja, ich habe ja gesagt, das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Ja? Ja? Ja. Nun, Herr Smolin, wie ist es mit der Tür? Ist die in Ihren Abmessungen genau noch so wie früher oder ist die erweitert oder verengt worden? Nie, drzwi są chyba wszystkie jednakowe, z tym, że one są, brak drzwi jest w ogóle, są tylko drzwi, otwory drzwiowe są. Tür als solche ist nur, also der Türrahmen ist da, die Tür als solche ist ja nicht vorhanden. Ja.
sonst sind die Ausmaßen die gleichen. Ja. Das Ausmaß der Türöffnung jest taki sam, jaki był poprzednio. Entspricht noch den früheren Maßen. Und wissen Sie auch, ob da bei dem Türrahmen vielleicht eine Veränderung getroffen worden ist bezüglich des Öffnens, also des Anschlags der Tür? Das weiß ich nicht. Nein. Ich weiß nichts davon, ob eine Veränderung am Türrahmen bezüglich des Anschlags der Tür vorgenommen worden ist. Znaczy, futryny, jeśli to jest Türanschlag, futryny. Tak, nie, Türanschlag, to znaczy, jak się drzwi zamykają, wie pan, którą stronę. Aha, to nie, to tego nie wiem. Das weiß ich ja nicht. Das wissen also, Türanschlag ist, weiß ich nicht. Aber Sie wissen, was ich damit meine und was ich darunter verstehe. Also, es, wo die Angel aufgehängt ist, nicht und wie man die Tür angeschlagen hat. Tak, to nie wiem. Das weiß ich nicht. Ja przypuszczam tylko, że w czasie remontu samego na pewno trzymaliśmy się jakichś zasad oryginalnych, z tym, że powiadam, że one były przed 55 roku parter był zmieniany, także ja też mam. Also vor 55 wurde die Parterre renoviert und etwas geändert, aber ansonsten haben wir uns bei jeglichen Renovierungsarbeiten an die Ursprünglichkeit der Dinge gehalten. Nun, ja, Claire? Also wenn Sie von innen nach außen gegangen sind, haben Sie die Tür rechts aufgemacht. Wenn ich von dem Flur in den Zimmer ging, dann ging sie links auf. Auf ja. Auf die Haustür zu. Ja, nach der Ausgangstür zu. Jawohl. Ja. Ja. Und ist das heute noch so? Das weiß ich. Das kann man heute nicht mehr sehen. Futryny są wymienione, także futryny razem z zawiasami są wymienione, są nowe, więc nie wiem, czy są tak samo. Die Türrahmen wurden ja in der Zwischenzeit ausgewechselt, renoviert und teilweise ausgewechselt. Ob das in ursprünglichem Sinne geschehen ist, das weiß ich persönlich nicht. Nun, dann noch etwas, Herr Smolin, gegenüber dieses Zimmers Claire. War doch ein Waschraum oder Duschraum oder so irgendetwas, ja? Ja. Sind da die Ausmaße noch die gleichen, wie sie früher waren? Zdaje się tak, ja nie pamiętam dokładnie, bo to nie mam tego już tak w pamięci. Tym niemniej wiem, że w tym pokoju są też jakieś ślady pozostałości po jakieś rury czy jakieś urządzenia. Jeśli się nie mylę, jakieś ślady są w tym pokoju? Also Pralni, czy po czymś takim. Irgendwelche Spuren, die auf Wasserleitung zu, deuten, sind ja vorhanden und ansonsten ist meines Wissens alles so geblieben, wie es war. Der dem Zimmer Claire, Claire in Anführungszeichen, gegenüberliegende Raum muss als Wasch- oder Duschraum gedient haben, da dort noch die entsprechenden Wasserleitungsanschlüsse vorhanden sind. Punkt. Nun, Herr Zeuge. Spuren von Wasserleitungen. Also ja, Spuren. Also. Also noch die Spuren von Wasserleitungen vorhanden sind. Nun, wie ist es gewesen? Ist Ihnen etwas davon bekannt gewesen, dass auf diesem Teil des Flurs irgendwo ein Vorhang angebracht gewesen ist? Ja, nie wiem. Ja słyszałem tylko dużo, ale nie wiem. Das habe ich nur gehört, aber ich persönlich weiß es nicht. Davon, dass in diesem Flur ein Vorhang angebracht gewesen sein soll, weiß ich persönlich nichts. Ich habe nur davon gehört. Herr Vorsitzender, darf ich fragen, wann der Zeuge davon gehört hat? Nach dem Krieg oder noch während des Bestehens des Lagers? Ja, wollen Sie das bitte beantworten? Nee, ja, słyszałem po wojnie już. Ich habe das nach dem Kriege gehört. Und zwar habe ich erst nach dem Kriege davon gehört, dass dort ein Vorhang angebracht gewesen sein soll. Ja, dann sind Sie weiterhin gegangen nach Block 19. Und
können Sie sich dort an das erste Zimmer erinnern? Und, auf der rechten Seite. Und war gegen, was war gegenüber dem ersten Zimmer für ein Raum? Auch gegenüber dem Raum an der rechten Seite? Gegenüber diesem sogenannten ersten Zimmer. Also es ist so gewesen. Das war der erste Punkt. Na bloku 19. 19, tak, co było naprzeciwko tego właśnie pokoju? Czy przypomina pan sobie? No, jeśli się nie mylę, myśmy byli tylko w pierwszym pokoju po prawej stronie na 19 bloku. Soweit ich mich entsinnen kann, waren wir damals also, nur... Ach nein, also Herr Zeuge, ich habe mich eben geirrt. Es dreht sich hier nicht um den Block 19, sondern um den Block 20. Nein, um Block 20, glaube ich wohl, oder? 21. Augenblick mal. Also nach dem Protokoll ist besichtigt worden zunächst der Block 20. Ja, der Block 20. Und von diesem Block 20 hat man insbesondere den Raum besichtigt, der als Ihr Zimmer benannt worden ist. Und dagegenüber ein Raum, den der Zeuge als Duschraum vermutet. Und dann ging es weiter. In dem Mittelflur sind in Höhe dieses Raums Claire und des gegenüberliegenden Duschraums keine Vorrichtungen vorhanden, die auf irgendwelche Trennwände, Vorhangschienen und so weiter schließen lassen. Und der Zeuge sagt eben, ihm ist nach dem Krieg erst bekannt geworden, dass sich dort ein Vorhang gefunden haben soll. Und dann geht es weiter. Ist die Frage, wie die Tür angeschlagen gewesen sein soll. Das haben Sie vorhin beantwortet. Und dann geht es weiter. Aus dem kleinen Waschraum kann man ein Bild, einen Blick werfen in das Zimmer Claire oder das sogenannte Behandlungszimmer. Dann dreht es sich um das Türfutter. Links vom Mitteleingang befindet sich kein Waschraum. Das erste Zimmer befindet sich linker Hand des Mittelflurs in Richtung auf die südliche Stirnseite. Das weiß ich, was ist hier, südliche Stirnseite, ist das die, gegen, also Block 26 abgewandt. Ja. Und nun möchte ich den Herrn Zeugen fragen, ist Ihnen das erste Zimmer in diesem Block 20 ein Begriff? Nein, das, daran kann ich mich entsinnen. Nein. Und zwar linker Hand des Mittelflurs, in Richtung, also wenn Sie von Block 26 kommen und durch den Gang durchgehen, und da soll sich auf der linken Seite ein erstes Zimmer befunden haben. Daran kann ich mich... Wissen Sie nicht? Genau. Nicht. Nein. Ja. Ja, also er sagt, er weiß nichts davon. Da können wir auch nichts aufnehmen. Und nun sagen Sie, wann ist denn dieser Block 20 aufgestockt worden? No, ja przypuszczam, że to był 20, 21, to były bloki jedne z pierwszych nadbudowane w 41 roku już chyba były istniały w 41 roku. 1941 wurden diese Blöcke aufgestockt. 21 i 20 były po prostu jednymi z pierwszych nadbudowanych. Der Block 21 und Block 20 waren die ersten Blöcke, die aufgestockt worden sind. Und das haben Sie damals selbst miterlebt? No, przebywałem wtedy w obozie i pamiętam. Ich war damals budowano. Plaga. Ja. Kann mich entsinnen, dass damals gebaut wurde. Bo równocześnie budowano kilka. Poza tym dokładnie wszystkie bloki to już z obecnych warunków, jakie są, wiem, że pierwsze bloki, które były nadbudowane, mają piętra drewniane, to znaczy konstrukcja jest drewniana. Tak. Die ersten Blöcke, die aufgestockt worden waren, haben Holzkonstruktion.
pierwsze piętra. Ja, tak? Die erste A Stockwerk. Inne już, inne bloki mają już murowaną. Und die anderen Blöcke, die nachher aufgestockt worden sind, haben schon also Steinkonstruktion im Gegensatz zu den ersten, die Holzkonstruktion. No, poza tym rzeczywiście te bloki końcowe 20-21 były jedne z pierwszych nadbudowanych. Und wie gesagt, die Blöcke 20 und 21 waren die ersten Blöcke, die aufgestockt worden sind. Ja. I dlatego przypuszczam, że to był chyba rok 41, gdy one już były wybudowane. Nawet. Und daraus entnehme ich, dass das im Jahre 1941 geschehen sein musste. Ich vermute, dass der Block 20 bereits im Frühjahr 1941 aufgestockt worden ist, während es sich früher nur um einen Erdgeschossbau gehandelt hat. Ich war damals bereits im Lager und kann mich entsinnen, dass gebaut worden ist. Die Blöcke 20 und 21 waren die ersten, die erhöht wurden. Ja? Tak. Ist es richtig? Claire, ja? Die Blöcke 20, 21 und 28, ich bin im Oktober 41 in der Aussicht versetzt worden, da waren die Blöcke alle schon aufgestockt. Ja, sagt ja der Zeuge. Der Zeuge sagt, im Frühjahr 41 sind sie aufgestockt worden. Also wenn sie im Oktober dorthin gekommen sind, waren sie schon aufgestockt. Ja, Herr Zeuge, um nochmal zurückzukommen auf den Block 20, wenn Sie also den Eingang hereingekommen sind von Block 26 aus und sind durch den Mittelgang durchgegangen bis zum Ende des Blocks, war da auf der rechten Seite noch ein Waschraum? Nie, chyba nie było. Nein. Na samym końcu chyba nie. Ganz am Ende. Auf ja, der rechten Seite. Nie przypominam sobie, żeby... Ich kann mich nicht daran erinnern. Nie pamiętam. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass auf der rechten Seite w środku są waschraum. Des Mittelgangs... In der Mitte des Ganges, Herr Vorsitzende, sagt hier ja, an der rechten Seite, nicht aber am Ende. Das ist die linke Seite, ja. To znaczy po środku. W środku, między, jak się idzie korytarzem, w środku. Tak, tak, tak. A na końcu po prostu. Am Ende des Ganges ist mir nicht gegenwärtig. Nie mogę sobie przypomnieć. Also können Sie sich noch erinnern, wo sich da noch ein Waschraum befunden haben? W samym środku, w połowie bloku. Genau auf der Hälfte des Ganges. Ja, naprzeciw wejścia środkowego. Gegenüber dem Mitteleingang in den Block. Mniej więcej w środku. So ungefähr. Ja, also das wäre, wenn Sie von Block 26 kamen, links. Auf der linken Seite, ja, in der Mitte. Ja? In der Mitte. Ja, aber dass ganz hinten rechts sich noch ein Waschraum befunden haben soll, davon ja. Wissen Sie nichts. Ja. Nein, ich kann nicht hören. So viel mir bekannt ist, befand sich ein zweiter Waschraum auf Block 20 links von dem Mittelgang, etwa gegenüber dem Eingang, dem Mitteleingang von dem Hof her. Ja. Dagegen ist mir nichts davon bekannt, dass sich am rechten Ende des Mittelgangs noch ein weiterer Waschraum befunden ja. Haben soll. Bitte? Durch wen werden Sie vertreten? Herr Rechtsanwalt, fertig. Gut. Also, Herr Smolin, wie ist es denn nun mit den Einfriedigungen? Und zwar mit einem Drahtgitter in Richtung des Blocks 20. Zwischen Block 20 und 21. Da ist ja, wie Sie gezeichnet haben, der Hof eingefriedigt, ja? Ja. Und sind diese Drahtgitter bzw. die Einfriedigungen noch so, wie sie früher gewesen sind? Die Mauern sind die gleichen und das Draht ist erneuert. Das Drahtgitter ist erneuert worden. Die Einfriedigung zwischen Block 20 und 21 befindet sich, was die Mauer und die
dort befestigten Eisenteile anbelangt, noch im Original, während die Drahtgitter erneuert worden sind. Z tym, że na końcu tego bloku, bo jedno to jest wejście tutaj na podwórze tego bloku. Ja, es handelt sich ja doch um Eingang. A z tyłu również jest zamknięcie płotem, murowanym siatką. Aha. Am Ende des Blocks ist auch eine Einfriedung des Hofes. Des Hofes ist auch eine Einfriedung. I ta siatka jest, była jeszcze stara, gdy sąd był jeszcze była stara. Ja, teraz zur damaligen Ausbesichtigung war das Drahtgitter noch das Original. I na tej siatce wisiały jeszcze takie no, verschalunki z drzewa, takie z desek. An diesem Zaun hing noch so Holzverschalung und dergleichen. Niewielkie, bardzo wąskie. Schmal und to z drugiej strony. Das ist aber, wie gesagt, auf der anderen Seite. Ja. Nun sagen Sie, Herr Zeuge, das Gericht hat sich dann in den Dachstock des Blocks 28 begeben und hat dort ein Dachfenster festgestellt in Richtung nach Block 11. Ja. Und über diesem Dachfenster, da soll sich eine kleine Lücke im Mauerwerk befunden haben und so gewissermaßen ein Schlitz im Mauerwerk. Was wissen Sie davon? No, ja tylko wiem, że to istnieje w każdym razie i było zatkane takim drewnianym, bo to jest bardzo wąskie, to jest jakieś 2 cm chyba luka taka maleńka, szpara. I to było zatkane drzewem. I to istnieje cały czas. Skąd, z jakiego okresu to pochodzi, to nie wiem, ale wygląda na to, że to jest bardzo stare. Ich weiß nur, dass dieser Schlitz vorhanden ist. Seit wann, weiß ich leider nicht. Und wie gesagt, der Schlitz ist mit so einem Stück Holz W każdym razie znajduje się to co najmniej, ja tam szedłem w 55 roku i chyba już w 55 roku widziałem właśnie tą szparę. Dieser Schlitz ist mir seit 1955 bereits bekannt. Seit 55? Ja. Also als ich dort gekommen bin. Als ich dort meinen Dienst antrat. Ja, das heißt also, Sie haben ihn in der Zeit, wo dieses Lager noch als Konzentrationslager betrieben wurde, nicht gesehen? Nein. Schreiben Sie dann bitte weiter. Der heute über dem Dachfenster auf Block 28 befindliche kleine Schlitz ist mir erst seit 1955 bekannt, während der Zeit, als ich im Lager war, habe ich von diesem Schlitz keine Kenntnis gehabt. So. Nun, Zeuge, sind dann aus diesem Fenster und auch aus diesem eben besprochenen Schlitz fotografische Aufnahmen gemacht worden. Und es war dann die Frage zu klären, ob die Baracke der neuen Wäscherei sich 1942-43 im gleichen Zustand befunden hat wie heute. No ja na to wyjaśniłem, że przed nową pralnią znajdowała się w tym samym miejscu, tylko wiele krótszy barak kantyny. Ich habe das bereits erklärt, dass sich vor dieser Baracke ein etwas kleinere Baracke, sogenannte Kantine, befunden hat. Ja, die aber nachher umgebaut worden ist. Krótsza, die war kürzer. Nie posiada zupełnie inny styl budowy niż dzisiejsza nowa pralnia. Mm. Ganz andere Bauart wie die heutige neue Wäscherei. To znaczy bez okien, to był barak. Ohne Baracke, ohne Fenster. Ja, aber die Baracke, wie sie sich heute darstellt, ist nach dem Umbau von der Kantine in die Wäscherei dieselbe geblieben. Also die neue Wäscherei ist so, wie es war. Wie sie war, ja. Auf Befragen, die sogenannte, Anführungszeichen, neue Wäscherei, Anführungszeichen, befindet sich heute in demselben Zustand wie nach ihrem Umbau im Jahr 1942 oder 1943. Ja, das ist ja, richtig. Ja.
Nun, Herr Zeuge, man hat dann noch einmal Sie gefragt nach dem Block 21. Das haben wir eben bereits geklärt. Und zwar hat man Sie gefragt, wann der Block 21 aufgestockt worden ist. Sie haben uns das eben schon beantwortet und haben gesagt, nach Ihrer Erinnerung ist im Frühjahr 41 dieser Block 21 aufgestockt und auch dann belegt worden. Und das habe ich das eigentlich schon mit Block 21 auch aufgenommen oder nur Block 20, ja? Also dann schreiben Sie weiterhin, auch der Block 21 ist nach meiner Kenntnis schon im Frühjahr 41 aufgestockt und belegt worden. So, das war das hier und das haben wir eben besprochen. So, nun, Herr Zeuge, sind Sie dann damals gefragt worden von dem Rechtsanwalt Dr. Steiger, ob die Giebelfenster im ersten Stock von Block 21 verschalt gewesen sind? Was wissen Sie darüber? Ja, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek na tym bloku wisiały jakiekolwiek Verschalunki. Ich kann mich nicht entsinnen, dass an diesem Block irgendwann solche Blenden oder Verschalungen angebracht worden waren. Ich kann mich nicht entsinnen, dass an dem Block 21 im ersten Stock am Giebelfenster irgendwelche Verschalungen angebracht gewesen sind. Nun sind Sie dann mit dem Gericht in den Block 10 gegangen und es war die Rede von den Verschalungen an den Fenstern, die zu Block 11 hinausgingen. Und zwar, in welchem Stock war das? Im ersten Stock? Im ersten, das sind nur einstöckige Blöcke. Ja. Block 10 ist einstöckig. Ja. Also Erdgeschoss und ein erstes Stock. Ja, also im Erdgeschoss waren keine Verschalungen. Das ist auch so. War na bloku 10 są. Block 10 waren auch na parterze, da? Na parterze i na piętrze są. Sowohl Erdgeschoss als auch im ersten Stock okienne, waren Verschalungen. Also die Verschalungen waren sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Stock. Ja, ja. Aha. Und nun, wie ist es mit diesen Verschalungen? Sind die inzwischen erneuert worden? Wymienione są. Sind ausgetauscht worden. Sind ausgetauscht worden, also erneuert worden. Erneuert. Und zwar hat man die Erneuerungen aufgrund welcher Vorlagen vorgenommen? Na podstawie fotografii, którą okazywałem panu sędziemu Hocowi i obecnym wówczas w Oświęcimiu, dokonanej podczas oswobodzenia, właściwie parę dni po oswobodzeniu Oświęcimia. Aufgrund einer Aufnahme, die ich dem Gerichtsrat Hoc gezeigt habe, und diese Aufnahmen wurden ein paar Tage nach der Befreiung im 1945 gemacht worden. Die Verschalungen in Block 11, bezieht sich das in Block 10, bezieht sich das nur auf den ersten Stock oder auch auf das Parterre? Tak na parterze, jak i na piętrze. Sowohl unten als auch oben, also Erdgeschoss. Ja, also die Verschalung, ja? An den Fenstern in Block 10 wurden sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Stock erneuert. Aufgrund von fotografischen Unterlagen, die wir sofort nach der Befreiung des Lagers im Jahr 1945 aufgenommen hatten. So, nun, ja, ja. Wann die Erneuerung vorgenommen worden? Wann ist die Erneuerung vorgenommen worden? No, no, była kilkakrotnie chyba zmieniane. Przed 55 i po 55, ale ta fotografia jest cały czas. Ja, es wurde in der Zwischenzeit ein paar Mal erneuert. Vor 55 und nach 55, aber ja. Immer aufgrund der eine bestehende Aufnahme. Auf Befragen Rechtsanwalt Dr. Steiger, die Erneuerungen sind wiederholt vorgenommen worden. Vor 1955, nach 1955, aber jeweils lag ihnen
eine entsprechende fotografische Aufnahme zukunde. Może poprawię zamiast słowa jej wals w każdym razie po 55. na podstawie fotografii. Ich möchte kleine Berichtigung anbringen, und zwar statt jeweils nach 1955 Immer. Auf jeden Fall aufgrund dieser fotografischen Unterlage. Ich möchte meine Aussage dahin ergänzen. Ich kann mit Bestimmtheit nur sagen, dass diese Erneuerungen nach 1955 aufgrund von fotografischen Aufnahmen vorgenommen worden sind. Ja. Dlatego właśnie od razu sądowi pokazałem na miejscu fotografię tą, na podstawie której my się opieramy. Deswegen habe ich damals dem Gericht bei Ortsbesichtigung diese fotografische Unterlage gezeigt, aufgrund der wir die Erneuerung vorgenommen haben. Ja. Nun, Zeuge, Sie sind dann auch gefragt worden nach der Entfernung vom Stammlager zur sogenannten alten Rampe. Wissen Sie, was wir unter der sogenannten alten Rampe verstehen? To znaczy normalną linię kolejową między Oświęcimiem a Brzeszczami. Die normale Eisenbahnlinie zwischen Oświęcim. Albo pierwszą rampę, na której odbywały się selekcje. Oder die erste Rampe, auf der die erste Selektion stattfand. Ja. Und wie weit war die ungefähr entfernt von dem Stammlager? Ja wówczas nie przywiązywałem wagi do odpowiedzi tej i podałem, nie wiem ile podałem, w każdym razie nie liczę więcej jak jakieś 1400 metrów. Ich habe der damalige Aussage nicht derartige Bedeutung beigemessen, habe so ungefähr 1400 bis 1500 Meter angegeben. Ja. Und wissen Sie, wie breit diese Rampe ungefähr gewesen ist? No to też mogę tylko podawać na podstawie jakichś przypuszczeń, prawda, starych jakichś może wrażeń z dawnych lat, jeszcze gdy przechodziłem przez ten most, ale nie liczę, żeby ona miała więcej niż jakieś 40 metrów, nie wiem dokładnie, liczyła jakieś 10 torów, 12 torów. Also auch diese Aussage konnte ich nur aufgrund meiner früheren Erinnerung aussagen, also diese Aussage machen, und ich habe sie so für mein dafür halten auf 40 Meter gehalten. Es waren ungefähr 6 bis 10 Bahnanlagen drauf. 10 bis 12. Also etwa 10 bis 12 Gleise drauf. Ja. Ja przepraszam bardzo, ale ja na ten temat nie zeznawałem, więc ja po prostu w tej chwili, gdy mówię coś, to rzeczywiście nigdy do tego nie przywiązywałem wagi. Nie liczyłem ani torów, ani nie liczyłem szerokości. Tego. Ich möchte mich in gewissem Sinne entschuldigen, denn ich habe in Bezug auf diese Themen nie eine Aussage gemacht. Ich habe das nur im Rahmen einer Unterhaltung erwähnt und deswegen habe ich das nicht so genau genommen. Also jako świadek w sądzie nie zeznawałem na te okoliczności, prawda? Ja, bo wobec sędziego Hoca to na pewno zeznawałem już tak, jak miałem powiedzieć to, ale stąd ja nie wiem jak. Ja, also Herr Zeuge, wir wollen noch einmal fragen. Sie meinen heute, dass ungefähr diese alte Rampe etwa anderthalb Kilometer, 1400 Meter, haben Sie eben gesagt, also rund anderthalb Kilometer von dem Stammlager entfernt gewesen ist, dass sie etwa 35 Meter breit gewesen sein kann und dass es sich damals um etwa 10 bis 12 Gleise gehandelt haben kann. Ja? Ja. Und das ist Ihre Erinnerung, die Sie heute noch von den damaligen Zuständen persönlich haben. Ja? Ja. Nach meinen persönlichen Erinnerungen lag die sogenannte alte Rampe etwa anderthalb Kilometer von dem Stammlager entfernt. Sie war etwa 35 Meter breit und bestand aus ungefähr 10 bis 12 Gleisen. Ja. In welchem Jahr etwa, glaubt der Zeuge, diesen Zustand. Ja. Wtedy, gdy chodziliśmy do cygańskiego obozu i gdyśmy chodzili do spisywania na Brzezinkę, to znaczy w 1942 roku i w 1943 roku. W 1944 też na początku, później już nie chodziliśmy. 1942, 1943 i 1944. Dieser Zustand, an den ich mich erinnere, bestand etwa zwischen den Jahren 1942 und 1944. Anfang 1944. Und bis Anfang 1944, ja. Nun, Herr
Ja, was ist? Darf ich vielleicht darauf hinweisen, dass die Jahresangabe 1942 mir etwas verfrüht erscheint? Ja, der Zeuge kann sich auch nicht festlegen. Er sagt, so ungefähr habe ich eine Erinnerung zwischen 1942 bis Anfang 1944. Jawohl. Ich möchte 42 möchte ich ausschließen. 1942 war ein Gleis. Das hat ja auch der Zeuge Wirba hier bestätigt, ja, der auf dem Gleis gearbeitet hat. Haben Sie gehört, Herr Smolin, was ja. Stark sagt, ja? Ja, tylko chciałbym zrozumieć, o co, jeśli można. Ja mówię cały czas o szerokości torów kolejowych prowadzących pod mostem, pod wiaduktem, jaki jest kolejowy, jeśli to jest most, prawda, bryki, tak? Ja. Pod tym mostem biegło około 10 torów. Naturalnie, że Judenrampe zawsze miała tak zwana Judenrampe tylko jeden tor chyba. Nie ich wiem spreche die ganze Zeit von den Gleisen, Szerokość. Die unterhalb einer Eisenbahnbrücke durchlaufen. Und die sogenannte Judenrampe hat schon seit jeher nur ein Gleis gehabt. Więc jeśli jeszcze raz, między Oświęcimiem a Brzeszczami zwischen Auschwitz und Brzeszcze, oder Dziedzic, bo Dziedzice to jest miejsce, ja, jeszcze bardziej znana, biegną tory kolejowe. Verlaufen ja Eisenbahnschienen. Węzeł kolejowy Oświęcim und Eisenbahnknotenpunkt jest naturalnie szeroki w miejscu stacyjnym, stacja ist an dem Bahnhof, stacja i gdzie jest magazyn. Am Bahnhof sehr breit. No, jest szeroka, dosyć szeroka. O, ja. Sehr breit. I ja mówię cały czas o tej szerokości tutaj, jaka się znajduje pod mostem. Von dieser Breite spreche ich ja die ganze Zeit, also von der Breite, die an der Eisenbahnunterführung vorhanden ist. Później kolej się naturalnie, tory się zmniejszają, jedne idą na Dziedzice, na Katowice i na Kraków, w tą stronę. Im späten Verlauf der Linie. A w tą stronę biegną tylko dwa tory do Dziedzic, naturalnie. Und in Richtung auf Dziedzice verlaufen ja nur zwei Eisenbahngleise. Także w całości węzeł kolejowy, gdyby go namalować, wygląda mniej więcej o tak. Jeśli można. Tu znajduje się mniej więcej ten wiadukt kolejowy. Yeah. A Judenrampe, znaczy ta rampa selekcyjna, na której tak. się odbywały, gdzieś tutaj leżała, ja nie wiem dokładnie, i ona była koło takich jakichś magazyny, tam dzisiaj jeszcze istnieją takie maleńkie domki. Tutaj. Ja mówię o całej tej szerokości, bo nie na całych, nie na wszystkich torach wyładowywano ludzi. Ja nie wiem tego, ale also chyba noch mal, nie. Die ganze Eisenbahnanlage in der Höhe der Eisenbahnunterführung ist sehr breit und die Judenrampe, sogenannte Judenrampe, befindet sich am Ende, von am Ende dieser Anlage. Und von dieser Anlage spreche ich also, wenn ich 10 bis 12 Eisenbahngleise meine. Jak każdy węzeł kolejowy, no po prostu przy miejscu, gdzie stacja się rozszerza bardzo szeroko. Ja no to jest. Selbstverständlich, dass jeder Eisenbahnknotenpunkt bei einem Bahnhof wesentlich breiter ist als im weiteren Verlauf. Może to jest niezrozumiałe, ale to ja. Und zwar handelt es sich hier um die Bahnhofsanlagen von Auschwitz oder von Katowice oder von was? Dziedzic. To znaczy to linia przelotowa. To jest Oświęcim. Das ist Auschwitz. 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 Tak. I stąd wyprowadzona została później ta bocznica prowadząca do krematoriów. O. Von dieser Anlage wurde nachher eine Linie bis nach Krematorium geführt. Nach Birkenau. Ja. Tak. Nach Birkenau. Nach Birkenau, ja. Nun, wie bitte? Die alte Rampe hat doch nicht zu dem unmittelbaren Bahnhofsgelände gehört. Nein, nein. Er hat gesagt, vom Bahnhof aus laufen verschiedene Stränge ab, die zum Schluss sich auf zwei Stränge beziehungsweise auf einen Doppelstrang verjüngen. Das ist dann die Strecke bis zum nächsten Bahnhof, da geht es wieder auseinander. So habe ich den Zeugen verstanden. Tak. So ist es auch, Deutsch. Nicht? Ja. Und nun sagt er, die sogenannte Judenrampe, das heißt also die Ausladestelle, wo Alter. Die Juden ausgeladen wurden, die befand sich, die bestand in einem Gleis, wie es der Stark gesagt hat, nicht? Aber vor und nach dieser Ausladestelle der sogenannten Judenrampe, da waren mehrere Gleise. Mehrere Gleise. 10 bis 12. Das sind Tore, na których wagony towarowe stoją normalnie, no te wszystkie. Das sind ja Eisenbahnlinien, die zu rangieren benutzt werden und so weiter. Ja. Nun, Herr Smolin, nun kommen wir zu dem. Also es ist damals noch gefragt worden, ich will Sie das heute
auch fragen, obwohl Herr Rismald Gerhard nicht da ist. Da gibt es oben in Birkenau, wenn Sie mal an die Karte sehen wollen, überhalb des Lagers Kanada eine sogenannte Sauna. Ja? Ja. Und wann wurde die erbaut? Kiedy była wybudowana, ja nie wiem dokładnie, w każdym razie w 1944 roku, chyba na wiosnę, ona istniała, jako budynek istniała już naturalnie wówczas. Wann sie erbaut wurde, weiß ich nicht genau. Ich weiß jedoch mit Gewissheit, dass sie 1944 als solche bereits da war. I pamiętam stąd, że w tej saunie przyszedł jakiś cugang, to znaczy nowy transport rosyjskich jeńców. Ich było około 80 do 100, nie pamiętam dokładnie tego. I nie zostali wszyscy spisani, bo myśmy podawali te meldunki. W każdym razie wiedzieliśmy, że nie wszyscy zostali spisani. I wówczas, będąc w cygańskim obozie u Komarnickiego, zapytałem, dlaczego oni nie zostali spisani wszyscy. I wówczas dowiedziałem się, że zostali w saunie rozstrzelani. Ich kann mich an die Sauna deswegen erinnern, weil im Jahr 44 80 bis 100 russische Kriegsgefangene eingeliefert worden sind. Und nachdem sie wurden aber nicht alle registriert. Und nachdem ich danach gefragt habe, wurde mir gesagt, dass sie in der Sauna erschossen worden sind. Teil von diesen Teil davon. Und wann war das? To było w każdym razie parę dni przed 4 marca. Das war ein paar Tage vor dem 4. März 1944. Ja. Und daraus schließen Sie, dass damals die Rampe schon bestanden hat? Die Sauna schon bestanden hat? Budynek już stał. Das Gebäude stand also. Ja. Und wann es im Einzelnen errichtet worden ist, das wissen Sie nicht. Das können Sie sich nur errechnen. A kiedy się zaczęło, no chyba dosyć wcześnie, w 1943, dlatego to jest dosyć duży budynek. Also, ich weiß nicht genau, ich kann nur vermuten, weil das Gebäude ja so groß ist, dass man vielleicht 43... Installationen, dlatego und die Installationen, die mussten ja alle... Also, dann schreiben Sie bitte, im Lager Birkenau stand im Frühjahr, oder schreiben Sie im März 1944, am Effektenlager bereits eine Sauna. Ich weiß dies daher, weil damals Erschießungen dort stattgefunden haben. Wann mit dem Bau dieser Sauna begonnen worden ist, weiß ich nicht. Ich kann nur vermuten, dass mit Rücksicht auf die Ausstattung dieses Hauses der Bau im Jahr 1943 begonnen worden sein muss. Ja? Ja. Richtig. Nun kommen wir dann, Herr Smolin, zu dem Block 8 und 8a. Es ist hier in der Verhandlung mitunter die Frage aufgetaucht, ob die Gefangenen, die in Block 8a eingesperrt waren, den Eingang durch Block 8 nehmen konnten und durften, oder ob diese beiden Blocks gesonderte Eingänge gehabt haben, die auch von den Häftlingen benutzt worden sind. Was wissen Sie darüber? Ja, mówiłem wówczas od razu, że tak jak 8 i 8a, tak każdy inny blok, 7, 7a, 6, 6a i tak dalej, miały zawsze dwa wejścia. To znaczy jedno było od strony czołowej, frontowej, a jedno było ze środka wejście. So wie ich schon immer gesagt habe, hatten alle Blocks 8, 8a, 7, 7a oder 6, 6a zwei Seiten, zwei Eingänge, jeweils an der Stirnseite und in der Mitte des ja, Blocks. Ta. I na ogół była taka zasada, że bloki bez tej litery A, to znaczy parterowe, to więźniowie wchodzili na ten parter, prawda, od strony frontowej. Es war grundsätzlich so, dass die Blocks ohne den Buchstaben A, also nur einstöckige Blöcke, da benutzten die Häftlinge den Mitteleingang.
Nein, von der Stirnseite. Ach so, von der Stirnseite. A ci z ósmego, znaczy z każdej litery A, to znaczy ja. Na piętro, wchodzili ja. Zawsze od środkowego. Und właśnie. Die Häftlinge von den Blocks mit Buchstaben A gingen von? Von dem, durch den Mitteleingang. Ja. Ale to nie była zasada, którą można by, która dla mnie jakimś problemem, powiedzmy, jest, dlatego że więźniowie przechodzili tak z 8 A przez 8, jak i z 8 A, z 8 przez 8 A. To znaczy, ja. To nie były. Es war für uns keine grundsätzliche Einstellung, denn die Häftlinge benutzten sowohl als auch die beide vorhandenen Eingänge. To zależało od nastrojów blokowego, od, bo ja wiem, jakichś. Sperry, Blocksperry, czy ja, coś ja. Tam takiego, ale. Es war sehr von den Blockältesten abhängig und von sonstigen Maßnahmen auf dem ja. Block. Ja nie wiem, o jaką to sytuację chodzi, więc nie mogę w ogóle się do tego ustosunkować. W każdym razie twierdzę absolutnie, że można było przejść, będąc na 8 A przez 8. Ich weiß zwar nicht, auf welche Situation sich das Ganze bezieht, aber ich kann immer wieder betonen, dass man auf den Block 8A auch über Block 8 kommen könnte. Also, die Blocks 8 und 8a waren in einem Gebäude untergebracht, ja. Für das es zwei Eingänge, nämlich an der Stirnseite und an der Breitseite gab. Im Allgemeinen war es so gedacht, dass man zum Block 8a den Seiteneingang benutzen sollte, während man in Block 8 durch den Eingang an der Stirnseite gelangte. Ja. Diese Anordnung wurde jedoch nicht immer strikt durchgeführt. Es hing das ganz von der Laune der Blockältesten und der übrigen Beteiligten ab. Und es war auch möglich, dass ein Häftling, um sich den Weg abzukürzen, den Eingang an der Stirnseite benutzte, wenngleich er auch im Block 8a, das heißt im ersten Stock, untergebracht war. Ja? Ja. Ist das so richtig gewesen? Ja. Ja. Bitte? Und umgekehrt. Ja. Wie Sie meinen. Nun, Herr Rechtsanwalt Dr. Eggert, jawohl. Ich möchte bei dieser Gelegenheit fragen, ob das auf eigenen Erfahrungen des Zeugen beruht. Ja. No, ja mieszkałem na trzecim A na różnych blokach i nigdy nie miałem trudności w wejściu, powiedzmy, tymi drzwiami czy innymi drzwiami na blok. Ich selbst habe auch im Block 3a zum Beispiel gewohnt und ich habe nie Schwierigkeiten gehabt, den anderen oder den einen oder den anderen Eingang zu benutzen. Żaden z więźniów nie miał tak. Kein Häftling hatte das. Były wypadki, że powiedzmy w razie jakiegoś jakiś blok szpery na dole, to znaczy na parterze, to nie wolno było przechodzić z piętra wówczas. Es gab zwar Fälle, wo eine Blocksperre verhängt worden ist, dann war ein der Eingänge abgesperrt. Tak, strafweise, jeśli jakiś parter musiał stać, to wtedy nie wolno było przechodzić. Wenn strafweise irgendein Block gesperrt war, da dürfte man dann nicht durchgehen. Natürlich. Zresztą, ja. Jeśli się nie mylę, ja nie wiem, jak jest na 8 A, ale wszystkie umywalnie znajdują się na dole, a z umywalni i z toalet korzystali również z góry, więc musieli przechodzić. Ich weiß nicht genau, wie das auf Block 8A war, aber meistens waren alle sanitäre Einrichtungen zur Ebene Erde, sodass die Häftlinge von oben die auch benutzen mussten, also runterkommen mussten. Auf Befragen des Rechtsanwalts Dr. Eggert, ich habe diese Verhältnisse auf Block 8 und 8a nicht persönlich erlebt, aber da ich selbst auf einem Block 3a gelegen habe, nehme ich an, dass dort die Verhältnisse dieselben gewesen sind wie auf Block 8a. Ich vermute auch, dass die Insassen von Block 8a deshalb nach Block 8 gehen mussten, mitunter, weil dort die sanitären Anlagen
sich befunden haben. Eine Ausnahme galt selbstverständlich für den Fall einer strafweisen Blocksperre. In diesem Fall durften selbstverständlich nur die für den Block unmittelbar zuständigen Ein- und Ausgänge benutzt werden. Der Zeuge hat gesagt, dass er selbst beide Eingänge benutzen konnte. Auf 3 und 3a. Auf 3 und 3a, wenn das vielleicht noch ins Protokoll kommt. Ich selbst habe auf Block 3a beide Eingänge benutzen können, obwohl ich auf dem Block 3a gelegen habe. Ja? Jako przykład może dam jeszcze blok 9. Blok 9 ma tylko jedno wejście. No to na blok 9 A wchodzono tym samym wejściem. Als Beispiel möchte ich den Block 9 anführen, tylko jedno wejście. Wo nur ein Eingang da war, sodass die Häftlinge, die oben lagen, tak, auch nur durch denselben Eingang gehen mussten. No ale to jest przykład. Das war nur Beispiel. Das ist gerade, was ich dem Zeugen als weiteres vorhalten wollte. Er hat ganz zu Beginn dieses Teils der Vernehmung gesagt, dass grundsätzlich bei 6a, 7a und 8a die A-Blöcke im ersten Stock untergebracht waren. Darf ich den Zeugen bitten, vielleicht das an der Karte nochmal zu erläutern und uns zu zeigen, ob für den Block 8 und damit auch für den Block 8a insoweit eine Besonderheit rein von der Bauweise her bestanden hat? Ja, so wollen Sie mal an die Karte gehen. Der Rechtsanwalt meint, bei Block 8 und 8a wäre es anders gewesen als bei den übrigen Blocks, die auch in A und B untergeteilt waren. Und er meint, dass das mit der Bauweise dieses Blocks 8a etwas zu tun gehabt hätte. Also wo ist der Block 8? Das. Und der 8a war ja wohl im ersten Stock. Da war der Eingang zu Block 8a. Und ja, das Mikrofon. Jeśli chodzi teraz o inną budowę, jak mówi pan adwokat, to chciałem powiedzieć, że siódmy jest jednakowo budowany, tak samo ma też wejście tutaj znowu i tu wejście. Was die andere Bauweise anbelangt, so möchte ich Block 7 anführen. Der ist ja auch etwas anders gebaut, aber hat Eingang dort und hier. Ale już weźmy bliźniacze bloki, Block 8 i Block 3. Ja, die Zwillingsblöcke 8 und 3. Tu jest wejście na trzeci, tu było wejście na trzeci A. Da war Eingang 3a und hier unten 3. Ja właśnie mówiłem, że nie było żadnych trudności w przejściu między jednym. Und ich sagte ja bereits, dass keinerlei Schwierigkeiten bestanden, den einen oder den anderen Eingang zu benutzen. Gut. Nun, noch etwas, bitteschön. Ist es richtig, Herr Zeuge, dass am Block 8, so wie es auf der Zeichnung ja auch erkennbar ist und so wie wir es bei der Ortsbesichtigung gesehen haben, ein besonderes Treppenhaus angebaut ist? Specjalna klatka schodowa, czy była w bloku 8? Specjalna klatka, to znaczy, czy chodzi o przybudówkę od środkowego wejścia? Ein Anbau oder extra? Bo nie wiem, o co chodzi. Ein Anbau, der Zeuge fragt, ob das ein Anbau war oder... To przybudówka przy środkowym wejściu. Halbe, wie ein Treppenhaus meist gebaut wird, ein halber Anbau, der also mit ins Freie hinausging, in Form eines Vorbaus. No to jest na trzecim, a taka sama. Beim 3a war ja genau das Gleiche. Ja. No, ale nie było żadnych trudności w przejściu. Ja, aber es gab sogar keine Schwierigkeiten, den Eingang zu benutzen. Ich weiß nicht, worauf Ihre Frage abzielt, Herr Rechtsanwalt. Man sieht es auch auf der Karte dort, wenn ich es erläutern darf. Die Blocks bei 3 weiß ich es nicht, aber jedenfalls bei 8 unterscheiden sich von den anderen Blocks dadurch, dass dort ein besonderes Treppenhaus ist, durch das man ohne überhaupt den Block 8 zu berühren in den Block 8a oder auf Deutsch gesagt gehen kann, in den ersten Stock gehen dass kann. Man aber auch von dem Block 8a nach dem Block 8 und von dort ins Freie gehen kann. Weil dieses Treppenhaus Eingänge sowohl zum Erdgeschoss als auch zum ersten Stock hat. Eben. Und dazu ist, ich will also jetzt nicht plädieren, dazu ist hier gesprochen worden, ob dieser Eingang verschlossen war im Allgemeinen oder ob er offen stand. Das gehört dann in den Rahmen der weiteren Beweisaufnahme. Ja, das kann der Zeuge nur aus Block 3a sagen. Das hat er uns ja eben dargelegt, dass er Schlüsse zieht aus dem Block 3a auf die Verhältnisse in Block 8a. Nur worauf ich Wert lege, ist der eine Punkt, dass die Blocks 3a, der mich weniger interessiert, jedenfalls aber Block 8 baulich anders waren als die übrigen A-Blocks, weil es hier tatsächlich ein besonderes Treppenhaus gegeben hat. Ja, er sagt, der wäre aber genauso gewesen wie der Block 3a. Jawohl. Und von 3a spricht er ja hier und von 3a hat er seine Schlüsse gezogen auf 8a. Jawohl. Nicht?
Also wenn Sie, Herr Zeuge, ist Ihnen bekannt, dass bei 3 und 8, dass da das Treppenhaus etwas anders gestaltet war wie bei den übrigen Blocks? Nie, Block 3a, 8a, znaczy Block 3, cały, w całości, i Block 8, Block 24, to są tak zwane bloki stare, austriackie jeszcze, i wszystkie mają taką przybudówkę. One są zaznaczone specjalnie. Also Block 3, Block 8 und Block 24 sind alte sogenannte österreichische Baracken und die haben alle so eine Art Anbau bei Treppenhaus. Jeszcze 25 i 28. Und 25 und 28 auch. One są wszystkie na planie odpowiednio zaznaczone. Z taką przybudówką maleńką. Ja, ja, die sind auf dem Plan besonders für mich. Ale we wszystkich tych blokach istnieje połączenie, że z parteru można wchodzić tędy i na piętro. Jedoch, in all diesen Blocks befinden sich, ist ja Möglichkeit gegeben, von der Parterre nach oben und umgekehrt zu kommen. Ja. Wünschen Sie danach, dass wir da etwas Besonderes noch aufnehmen ins Protokoll? Ja, ich werde darüber unterrichtet, dass es im Block 3 gerade kein besonderes Treppenhaus gegeben hat. Ich habe die Bilder jetzt leider nicht da, weil ich damit gerechnet habe, dass dieser Zeuge in Polen vernommen wird. Was haben Sie berechnet? Dass der Zeuge in Polen vernommen wird? Na, das ist aber von Anfang an gesagt worden, Herr Rechtsanwalt, dass der Herr Schmolin hierher noch einmal vorgeladen worden ist. Und ich habe auch das letzte Mal in der Sitzung ausdrücklich erklärt, dass am heutigen Tag der Smolin vernommen werden soll. Also da ist gar kein Irrtum möglich. Ich kann also nicht sagen, ob Bilder vom Block 3 da sind. Nein. Keine da. Gut, danke schön. Dann muss ich danach noch fragen, ob der Block 3 auch ein besonderes Treppenhaus gehabt hat, so wie der Block 8. Also ich widerspreche dieser Fragestellung aus dem Grund, weil von einem besonderen Treppenhaus nicht die Rede sein kann, sondern lediglich davon, dass verschiedene Blocks Ausgänge da gehabt haben, wo das Treppenhaus war. Denn die in den anderen Blocks, die konnten ja nicht vom ersten Stock runterspringen, die mussten ja durch ein Treppenhaus runtergehen. Sehr richtig, aber der bauliche Unterschied besteht darin, dass dieses Treppenhaus sowohl im Inneren des Gebäudes als auch im Äußeren sein kann. Und beim Block 8 ist es nun so, da haben wir uns damals ausführlich mit beschäftigt, da ist es ein Anbau, so wie man es auch auf der Karte sieht, der ins Freie geht und der völlig selbstständig ist, der selbstständige Eingänge zum Parterre und zum ersten Stock hat. Während bei den übrigen Blocks im Allgemeinen die Treppe innen ist, sodass man notwendigerweise durch das Erdgeschoss nur in den ersten Stock gelangen kann. Die Treppe, Herr Rechtsanwalt, ich meine, wir führen hier eine Unterhaltung, die Treppe befindet sich doch in dem Block. Lediglich der Ausgang ist etwas herausgebaut. Die Treppen, das Treppenhaus befindet sich in jedem Block an der gleichen Stelle. Nein, das ist schlicht, entschuldigen Sie, das stimmt schlicht nicht. Das Treppenhaus ist hier völlig getrennt von dem eigentlichen Block. Es ist eine, na, ich will beinahe sagen, Wendeltreppe, die also nach, in verschiedenen Absätzen nach oben geht und wo zum Parterre ein Eingang ist und wo zum ersten Stock ein Eingang ist. So haben wir es dort gesehen und darüber ist an sich gar nicht zu diskutieren. Das ist aber bei dem Block 8 eine Ausnahme und man sieht es auch auf der Karte, während sonst diese Treppen im Inneren des Hauses sind, sodass man über das Erdgeschoss überhaupt nur in den ersten Stock gelangen kann. Während bei Block 8, bei Block 3 weiß ich es nicht, die Besonderheit gerade darin besteht, dass man einfach nur über das Treppenhaus in den ersten Stock kommt. Also Herr Eichsmann-Eggert, ich glaube, wir streiten uns hier um etwas, was gar nicht wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass in sämtlichen Blocks, wie der Staatsanwalt Küchler eben gesagt hat, die Treppen sich innerhalb des Gebäudes befinden. Wohl auch in Block 8 und Block 8a. Ich kann mir vorstellen, dass ein Unterschied lediglich dahin besteht, dass man in Block 8a bzw. 8 und in Block 3 auch auf der Seite einen Auslass aus diesem Treppenhaus eingebaut hat, die vielleicht ein paar Stufen haben, sodass man von der Seite in das Haus hineingehen kann, eventuell über diese 3, 4 Stufen, die da vor dem Haus sind, dass man dann durch diesen Seiteneingang in den Parterrestock dieses Gebäudes kommt und dort, genau wie wenn man von der Stirnseite hineinkommt, die Treppe und das Treppenhaus benutzen kann. Gerade das ist das tiefgreifende Missverständnis, Herr Präsident. Ja. So ist es in den anderen Blocks. Ja. Wenn das im Block 8 so ist,
dass es, ich übertreibe jetzt, ich schildere die Sache nicht genau, dass wie eine Säule mit einer Wendeltreppe neben dem Block des Treppenhauses steht und dass man von dieser Art Wendeltreppe aus in den Parterre und in den ersten Stock kommt. Sodass also die Treppe nach Ihrer Darstellung sich außerhalb des Gebäudes befindet? Ich übertreibe jetzt. In einem Vorbau? Jawohl, ganz genau. Und diesen Vorbau sieht man auch dort auf der Zeichnung und diesen Vorbau haben wir bei der Ortsbesichtigung betrachtet. Der ist allerdings nur halb vorgebaut. Die andere Hälfte dieser Wendeltreppe, wenn ich so erklären darf, befindet sich innerhalb des Gebäudes, aber erst dann kommen die Abschlusstüren zum Erdgeschoss und zum ersten Stock. Herr Rechtsmann-Rabe. Ja, das ist richtig, was der Herr Verteidiger sagt. Man kann also vom ersten Stock durchaus hinuntergehen zum Ausgang, ohne den Parterrestock in den Gang hinein zu müssen. Das kann man. Das springt in der Tat da etwas weiter vor. Aber alle anderen Fragen dazu sind ja insofern müßig, als der Zeuge gesagt hat, ich weiß überhaupt nur so, wie es in Block 3a war und ziehe jetzt meine Schlüsse auf 8 bzw. 8a und weiter kann er nichts sagen dazu. Das ist richtig, aber ich will ja als nächstes darauf raus, das kann ich nur aus der Karte sehen, dass es beim Block 3 wahrscheinlich gar nicht genau so gewesen ist, sondern dass der Block 3 sich so verhalten hat, wie es der Herr Präsident eben gesagt hat, dass man dort nämlich im Inneren des Gebäudes in den ersten Stock auch kommen konnte. Nach der Karte ist nämlich der Vorbau gerade beim Block 3 nicht mit eingezeichnet. Dem muss ich widersprechen, da die Karte etwas perspektivisch gezeichnet ist. Und zwar ist es ja so gezeichnet, dass man von den Blocks, die weiter rechts sitzen, also die mit den höheren Zahlen, da sieht man die Stirnseiten etwas besser, während bei den linken Blocks mit den niederen Nummern sieht man die Stirnseiten nicht. Das heißt also, der Zeichner hat es so gezeichnet, als ob er etwa am linken Rande des Lagers gewesen wäre, denn sonst könnte diese Perspektive nicht stimmen. Nein, wie gesagt, ich bin jetzt kein Zeuge, aber ich erinnere mich genau an den ersten Block, ich glaube 26 ist das links neben dem Lagereingang, der ja hier genauso gezeichnet ist wie hinten der Block 3. Da ist es mit Sicherheit kein eigenes Treppenhaus, das sehe ich noch deutlich vor mir, während es hinten beim Block 3 meines Wissens genauso sein müsste und dafür spricht auch die Zeichnung. Ja, nun. Der Bettnarek muss es ja an sich am besten wissen, vielleicht kann er da weiterhelfen. Nein, wir wollen erstmal den Herrn Smolin hören. Also, Herr Smolin, wissen Sie jetzt, worum dieser Streit hier geht? Mniej więcej, bo rzeczywiście nie wiem, ale ja bym jetzt próbował to wyjaśnić. Ich will mich aber bemühen, das zu klären. Pan sędzia Hoc był również i adwokaci byli w bloku 24, archiwum, gdzie się mieści. Gerichtsrat Hoth und die Herren Rechtsanwälte waren ja im Block 24. Block 24 ist identycznie zbudowany jak Block 8. Identyczny. Der Block 24 ist genauso gebaut wie Block 8, genau. Wchodzi się przez tą właśnie przybudówkę od środka. Durch das Anbau hinein. Na środka. I klatka schodowa rzeczywiście jest tak zbudowana, że ona nie dotyka, znaczy jest przy parterze, ale tak. Można dojść do parteru. Und das Treppenhaus ist so gebaut, dass das nur an die Parterre in etwa angelehnt ist, aber nicht mit hineinbezogen. Ale można wejść na parterre. Man kann natürlich auch die Parterre. I można iść na piętro. Man kann aber auch natürlich in das. To znaczy z 24a z góry. Można zejść, wychodząc na ulicę, nie używając parteru. So dass man zum Beispiel in Block 24a von oben runterkommen kann, ohne parterre zu benutzen. Tak. Można wejść od strony frontowej do bloku 24. Man kann von der Stirnseite in den Block 24 reingehen. I przez środkowe przejście iść na piętro. Und durch den Mitteleingang, also und Treppenhaus anschließend, Blok 24a betrzymał. Ja dlatego to dosyć obszernie mówię, dlatego że ósmy blok, trzeci blok, 24, 25 i 28 wszystkie mają taką przybudówkę i wszystkie są jednakowym stylu zbudowane. Ich erkläre das deswegen so ausführlich, weil wie ich bereits gesagt habe, die Blocks 3, 8, 24, 25, 28 identisch die gleiche Bauweise haben, sodass das, was für 24 auch für Block 8 zutrifft. Jedno chcę tylko zaznaczyć, że w żadnym z tych bloków nie ma zamurowanego przejścia z parteru na piętro. Ich möchte nur hiermit betonen, dass in keinem diesen Blocks der Eingang von der Parterre in den ersten Stock irgendwie verbaut worden wäre oder sonst was. Także zirkulacja jest. Also man konnte ungehindert so oder so in Oberetage oder in Parterre gelangen. Ja. Ist das jetzt klar, Herr Rechtsanwalt? Was ist los, Bettnarek? Ja. Wenn man auf Block 3a gehen wollte, müsste man den Block 3 betreten. Dagegen
auf Block 8a, wenn man gehen wollte, brauchte man überhaupt nicht den Block 8a8 betreten, da in diesem Treppenhaus eine Glastür war, also eine Stoßtür so, zum Öffnen. Und diese Tür, vor dieser Tür stand immer ein Posten vom Block 8, um den Block 8 schon aus Sauberkeit oder verschiedenen Gründen nicht zu betreten, wegen Diebstahl und so weiter. Deswegen sind die Leute vom Block 8a nur vor ihnen Treppengang aufgegangen. Während der Zeit, von was sagen die Blöcke, nach dem Appell und so weiter, an Bewegung, sie konnten auf Block, vom Block 8a, konnten auch den Block 8 besuchen, aber da stand ein Posten und man musste von dem Block 8a auf die Straße gehen und von der Straße aus, von der Front auf Block 8, seine Freunde besuchen. Es gab auch Tage, ausnahmsweise, wo der Blockältester von 8 gesagt hatte, jetzt wollen wir mal aufmachen und durchliften. Dann sind auch Leute vom Block 8a nach 8 gegangen. Aber auf Block 3, ich war ja selber auf Block 3, habe auf Block 3 gelegen, 3a, ist keine Tür, also ist gar nicht abgeschlossen. Man musste Block 3 betreten. Haben Sie das gehört? Ja, słyszałem wszystko. Więc przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, że blok trzeci jest identycznie zbudowany jak ósmy i nie jest prawdą, że klatka sodowa na ósmym jest zbudowana inaczej od klatki sodowej w trzecim. Also ich habe ja alles gehört und ich möchte hiermit betonen, dass Block 3 genauso wie Block 8 gebaut ist und das betrifft ja auch die Eingänge und die jeweilige Treppen. Tak samo jak blok 24, na którym żeśmy byli, i, znaczy sąd był i można się było przekonać, genauso jest tak wie, samo. Genauso wie blok 24, auf dem das Gericht gewesen ist und sich selbst überzeugen konnte. Tak. A co do reszty wypowiedzi, to ja nie zabieram. Was die restliche Aussage anbelangt, so nehme ich dazu gar keine Stellung. Ja. Weiter. Nur noch eine Frage ja. Im Zusammenhang. Hat es im Block 3 zwischen dem Treppenhaus und dem Block 3, also dem Erdgeschoss, eine gesonderte Tür gegeben? Gibt es die heute noch? Nie pamiętam, ale chyba nie było, nie pamiętam. Ale to jest kwestia, w ósmym bloku też tego nie było, tylko wybudowano, albo przedtem było. W każdym razie to nie jest powiedziane, że to istniało zawsze tam. Te drzwi, przejściowe takie drzwi, były, prawda? To znaczy... Na 24 są, to wiem na pewno. Na 25 są. Na ósmym nie wiem, czy są. Na trzecim też nie wiem, czy są. Dokładnie. Auf dem Block 24 und 25 weiß genau, dass sie da sind. 28 auch. 28 auch. Und Block 3. Und 8 weiß ich nicht. Und Block 8, da weiß ich leider nicht, ob die Zwischentür gibt. Weiß nicht. Sąd był w tym miejscu, ja nie pamiętam, jakie tam, czy były drzwi, czy nie. Das Gericht hat ja diese Örtlichkeiten besichtigt. Ich kann mich nicht mehr genau entsinnen, ob da eine Tür gibt. Wir wollen jetzt eine kurze Pause einlegen bis um 10:45 und werden dann mit der Überlegung des Herrn Smolin fortfahren. Ja, nachher noch. Herr Smolin, Sie haben uns eben erzählt über die Eingänge bzw. die Möglichkeiten, die Blocks zu betreten und haben Ihre Schilderung uns abgegeben, entsprechend Ihrer Erfahrung, die Sie auf Block 3 und 3a gemacht haben. Nun sind Sie dann mit dem Gericht seinerzeit weitergegangen in den Kellerraum des Blocks 15 und uns kam es hier in dem Verfahren unter anderem darauf an, wann der Block 15 umgebaut worden ist. Wissen Sie das noch? On był, zaczęto budować go chyba w 41 roku, a skończono może w 41, może w 42. Dokładnej daty ja nie pamiętam. Mit dem Bau wurde im Jahre 1941 begonnen. So dass meines Wissens nach Ende des Bauarbeiten 1942, ja? Albo w 42 skończono. Skończono w 1942 beendet war. Ja, nun möchte ich das etwas genauer wissen. Wurde der Block 15 neu aufgebaut oder wurde er wie die anderen Blocks nur
aufgebaut. Ganz neu. Wurde ganz neu aufgebaut. Ganz neu, das heißt, es wurden auch neue Fundamente gebaut. Da. Ja. Wurde zu diesem Zweck auch eine neue Baugrube ausgehoben? Tak. Fundament, kopanie fundamentów. Wurden Fundamenten ausgehoben. Fundamente ausgehoben. Haben Sie diese Baugrube einmal selbst gesehen? No, kilkakrotnie, bo tamtędy przechodziłem po prostu koło. Einige Male, denn ich musste ja daran vorbeigehen. Ja. Wissen Sie, wie tief diese Baugrube ungefähr war? Ja dokładnie nie mogę powiedzieć w metrach, w każdym razie liczeń. Dlatego nie mogę dokładnie powiedzieć, bo na ulicy, którą się przechodziło, leżało bardzo dużo ziemi wyrzuconej z fundamentów. Ich kann die Tiefe nicht genau, konnte ich nicht genau einschätzen, denn neben der Grube lag ja sehr viel ausgehobene Erde, so dass man nicht genau reinblicken konnte. I w związku z tym, jeśli się weszło na góryń tego, to to jakoś powiększało tą głębię. Jakoś, und wenn man auf diese ausgehobene Erde drauf kletterte, dann war die Perspektive natürlich eine andere in die Tiefe. No więc wtedy tak przypuszczałem, że około 6-7 metrów głębokości posiada ta samo wybranie, to znaczy głębokość w całości. Ale czy od ulicy, czy od tego, gdzie ja widziałem, to już nie pamiętam dokładnie. Aus meinen damaligen Eindrücken kann ich mich noch entsinnen, dass ich damals eine Tiefe von 6-7 Meter eingeschätzt habe. Ob von ebener Erde oder von dem Punkt, auf dem ich stand, ich war auf der ausgehobenen Erde, da kann ich mich nun nicht mehr genau entsinnen. Bo ja. Były miejsca po prostu, gdzie ta ziemia nie leżała, była ulica, prawda? Es gab nämlich auch Stellen entlang der Baugrube, an der keine ausgehobene Erde lag, so dass man von dort aus auch eventuell hätte einblicken können. Wtedy odległość była mniejsza, ale ja nie pamiętam. Dass die Perspektive nicht immer die gleiche war. Herr Reichsmann, Dr. Fertig, Sie vertreten Dr. Stolling 2 und Dr. Eggert ist weggegangen. Ja, ich vertrete nur Rechtsanwalt Stolling 2. Das betrifft also Mulka und Höcker. Und Bednarek. Und Dr. Lukas durch Dr. Aschenauer. Ja, Herr Smolin, wie tief ungefähr war diese Grube? No więc ja mówię, jakieś 6-7 metrów mniej więcej, dokładnie nie pamiętam. Ich sagte ja bereits ungefähr 6-7 Meter genau kann ich wissen. Und warum hat man diese Grube so tief ausgehoben? Wówczas w obozie zastanawiali się wszyscy więźniowie, dlaczego tak głęboko się kopie, mimo że woda jest na dole. Zu damaliger Zeit haben wir uns alle Lagerhäftlinge Gedanken darüber gemacht, weswegen man die Grube so tief ausgehoben hat, obwohl man bereits auf Grundwasser gestoßen ist. I była taka parole, jak to w obozowa, właściwie taka pogłoska, że podobno to budowa jest fundamentów, podprzyszły jakąś centralną kotłownię. No ale ile prawdy w tym było? Und wie das so allgemeine Lageparole war, man war in der Annahme, dass sich hier um einen Aushub von später Heizungsanlage handelte oder sowas. Kesselraum. Kesselraum. Haben Sie gesehen, dass in der Baugrube Wasser stand? Tak. Ja. Wie tief das Wasser war, können Sie wohl nicht sagen? Nein, das kann ich nicht sagen. Ja. Wissen Sie, ob man unten eine Lage Bretter gelegt hatte, auf denen die Häftlinge stehen konnten, wenn sie da gearbeitet haben? No więc ja widziałem tylko, że więźniowie wyrzucali ziemię po prostu jakimiś takimi stopniami. To znaczy... Tak, tak. Ich habe nur gesehen, dass die Häftlinge in gewissen Stufen Arbeit, also erstmal auf einer Stufe, da stand der nächste Häftling und der hob die Erde wieder etwas höher, so also stufenweise. Łopatami, po prostu wyrzucano łopatami. Ja, jeweils eine Etage höher. To było, zdaje się, 2 albo 3 stopnie takie, po jakieś 1,5 metra każdy, więc to już jest 4,5 metra. Es gab also 3 bis 4 Stufen und jede Stufe hatte mindestens 1,5 Meter Höhe. Poza tym więźniowie wozili taczkami, bo to było błoto albo woda, prawda? Więc obok tego leżały takie, no w ogóle wszędzie, gdzie fundament się kopie, to jest błoto, jeździli po deskach taczkami. Außerdem wurde die Erde mit Schubkarren aus der Grube herausgefahren, und zwar über so Brettersteg, der neben diese oben erwähnte Stufe lag, auf der jeweils ein Häftling stand und die Erde. No nie mogłem przebywać za długo w takim miejscu, żeby dokonywać jakichś obserwacji, więc tylko to, co sobie przypominam. Es ist wie gesagt eine flüchtige Beobachtung, denn ich konnte mich nicht allzu lange da an diese Baugrube aufhalten. Ja.
Also dann schreiben Sie vielleicht, ich kann mich noch erinnern, dass im Jahr 1941 und 1942 für Block 15 die Fundamente ausgehoben wurden. Die Baugrube hat nach meiner Schätzung eine Tiefe von etwa 6 Metern gehabt. Diese Schätzung ist jedoch sehr ungewiss, da um die Baugrube herum an den meisten Stellen Erde aufgefüllt war, sodass es sehr schwer war, die Tiefe der Sohle zu schätzen. Immerhin haben wir uns damals Gedanken darüber gemacht, warum diese Baugrube so außerordentlich tief angelegt worden ist. Es gab damals ein Gerücht, nachdem hier ein Kesselhaus oder ein Kesselbau aufgeführt werden sollte. Die Sohle der Baugrube war mit Wasser bedeckt. Ich weiß natürlich nicht, wie tief dieses Wasser gewesen ist. Die ausgehobenen Erdmassen wurden von Häftlingen in verschiedenen Stufen nach oben befördert. Es lief auch ein Bretterweg, auf dem die Schubkarren nach oben befördert worden sind. Hatten Sie da noch eine Frage dazu zu stellen? Nein. Sind Sie noch einmal nach Block 11 gegangen, und zwar wurde nun die Mauer zwischen Block 10 und Block 11 besichtigt, wobei festgestellt wurde, dass dort ein Baum stand. Was wissen Sie von diesem Baum, ob er schon gestanden hat in den Jahren 40 bis 45 oder wie damals die Verhältnisse gewesen sind? Topola stała w tym miejscu, gdzie teraz stoi nowa zasadzona. Została wycięta konkretnie przy kręceniu filmu Jakubowski, ostatniego filmu. Została wycięta ze względów filmowych. Die alte Pappel, denn um eine Pappel handelt sich hier, wurde bei Arbeiten zu einem Film abgeholzt, aber an diese gleiche Stelle wurde eine neue Pappel gepflanzt. Ja. Und wann ist diese Pappel, die ursprüngliche Pappel, gepflanzt worden? Ja, przypuszczam, że to było w 40. roku albo 41. Dokładnie. Ich nehme an, dass das im Jahre 40 oder 41 stattgefunden hat. Genaues. Und wie hoch waren sie damals etwa, die Bäume? No, jakieś 2 Meter, 2,5 Meter, wenn sie nicht. Etwa 2 bis 2,5 Meter. Ja. Die zwischen Block 10 und 11 stehende Pappel ist neu gepflanzt worden. Sie wurde an der Stelle gepflanzt, an der bereits in den Jahren 40 bis 45 eine Pappel gestanden hat, die später abgeholzt worden ist. Punkt. Als die Bäume im Jahr 1940 gepflanzt wurden, hatten sie eine Höhe von ungefähr 2 bis 2,50 Meter. Herr Zeuge, es sind dann damals Aufnahmen gemacht worden, und Sie haben dann noch sich geäußert über die Beschaffenheit dieser Pappeln, das heißt, ob diese Pappeln irgendwelchen Seitenwuchs gehabt haben oder ob sie schlank nach oben gewachsen sind. Bardzo wąskie, wszystkie stare stoją i wszystkie są bardzo wąskie do góry. Die andere alte Pappel, die stehen alle immer noch, und sie sind ganz gerade nach oben gewachsen. Podobno to jest odmiana włoska, ja nie wiem, nie wiem. Soll irgendeine italienische Pappel 8 sein. Ja, und nun um diese Pappel, um die es hier geht, diese Pappel stand unmittelbar an dem Eingangstor.
Oder stand sie, also jedenfalls, wie ich aus dem Bild gesehen habe, zwischen Block 10 und Block 11? No, ona stoi, jeśli się wchodzi przez wejście do bloku 11, to stoi po lewej stronie. Wenn man in Block 11 reingeht, steht sie an der linken Seite. To znaczy bliżej bloku, między blokiem 10 a połową muru bloku 11. Zwischen dem Block 10 und auf der Hälfte der Mauer zum Block 11. Z tym, że od... Also schreiben Sie bitte hin, diese Pappel hatte einen schlanken Wuchs und stand ungefähr 3 Meter von der Straße entfernt. Von der Mauer entfernt. Dann ist auf Bild 3 ist eine Pappel festgehalten, die, Moment, Bild 3 des Films 3, Augenblick, Film 3. Bind 3. Ja, das sind doch keine Pappeln hier, oder? Das ist also von aus der Blockführerstuhl. Aus der Blockführerstuhl. Zum Krematorium. Mhm. Ja, Sie haben dann weiterhin besichtigt, wie aus dem Bild 3 des Films 3 hervorgeht, die Aussicht von der Blockführerstube in Richtung kleines Krematorium. Damals sollen auch Pappeln dort gestanden haben, stimmt das? Tak, ale to są innego gatunku, zupełnie innego gatunku. Jawohl, das stimmt. Das ist jedoch eine ganz andere Art, eine polnische Art der Pappel, ganz breit gewachsen. Ja. Die stehen heute nicht mehr da. Stoją. Doch. Ja, also die Bäume, die ich hier sehe, würde ich nicht als Pappeln identifizieren. Zależy, które. Es hängt davon ab, welche Bäume. Przy krematorium są topole. Am Krematorium sind ja Pappeln da. Dwie albo trzy topole. Zwei oder drei. Ja, hier schreiben Sie, Film 3, Film 3. Unmittelbar rechts neben den hochgewachsenen Pappeln war 41 eine Betonmauer, die den Vorhof des Krematoriums abschloss. Auf diesem Betonmauer war ein Tor, das öffnete Tor von hier aus zu sehen. Das sind doch keine Pappeln hier. Nein, das ist auch nicht gemeint. Das ist zu bestehen mit dem Passus davor. Wir schreiben jetzt den Eingang zum Krematorium. Also jedenfalls, nach dem Eingang zum Krematorium standen derartige polnische Pappeln. Ja. Ja. Und war damals auch eine Betonmauer gezogen? Ja. Jawohl. Und diese Betonmauer schloss welchen Raum ab? Od krematorium, czoła krematorium, mniej więcej w okolice tej topoli, tych topoli, bo to jest parę topoli. Von der Stirnseite des Krematoriums bis auf in der Höhe diese eben Pappeln, diese mehrere Pappeln. Also ungefähr. Ungefähr. Jedenfalls die Pappeln waren schon nicht mehr drin im Hof. Die Pappeln befanden sich nicht mehr innerhalb des Hofes. Also, von der Blockführerstube aus gesehen, nach dem kleinen Krematorium, wuchsen hohe Pappeln. Um das Krematorium selbst war eine Betonmauer gezogen, die bis zu diesen Pappeln hinreichte. Ungefähr. Ungefähr hinreichte. Ja. Fehlen, dass man in diesem Falle dem Zeugen doch mal eines der Bilder zeigt, was wir da angefertigt haben, dass er da vielleicht sein Gedächtnis noch mal auffrischt. Denn das sind ja ziemlich alte Bäume, die da stehen vor dem... Ja, ja, ich habe überhaupt Bedenken, ob das Pappelbäume sind. Eben, vielleicht ist das das, was er als polnische Pappel bezeichnet. Vielleicht könnten wir das eben klären, indem... Ja, bitteschön, ich wissen gerne. Jeśli chodzi, przy samym krematorium są na pewno topole, tylko droga od blokwierestuby do krematorium jest innymi drzewami wyłożona. No to jest topola. Tu jest topola jedna, to jest topola druga. Ist aber na Bild 3 ist das richtig. To jest brzoza. Sind auf dem Bild 3, sind das diese... To jest droga do krematorium od blokwierestuby, a to jest krematorium. Więc tutaj są dwie topole. Das sind zwei Pappeln auf Bild, was ist das? Tak. Vier. A tutaj nie pamiętam, tu nie ma topoli, to nie są topole. Und auf dem Bild 3 sind keine Pappeln. To nie wiem, co to jest za drzewa. Das scheinen mir mehr Akazien oder sowas zu sein. Ich glaube, aber ich weiß auch nicht genau. Jedenfalls eine, die ganz am Ende, die dritte, ich glaube, Akazie. Akazie, ja.
Das also, meinen Sie wie eine Pappel? Diese sind Pappeln. Diese sind Pappeln. Diese sind Pappeln, die ist hier Pappeln. Diese ja, hier ja da, ganz im Hintergrund nicht. Sind ja die Pappeln, sagt der Zimmermann. Ganz im Hintergrund. Im Übrigen ist es so, dass damals dort ein... Ja, da wurde das Krematorium. Das ist ja, gut. Und dort war eine Betonmauer errichtet, die bis zu diesen Pappeln hinreichte, ja? War das so gewesen? Haben ja. Sie das mitbekommen? Nun, Zeuge, man hat dann von dem SS-Revier aus, und zwar von dem Fenster des Halbstocks aus, das alte Krematorium besichtigt. Sie haben damals bestätigt, dass da eine Betonmauer gezogen war, die den Zugang zu dem Krematorium abgrenzte. Ja. Nun, war in dieser Betonmauer ein Tor drin? Drewniane Wrota. War Holz, Holztor. Ein Holztor. Und wurde durch diese Betonmauer ein Hof gebildet vor oder hinter dem Krematorium? Wewnątrz. Tak. Ja. Ja. Wie hoch war denn diese Mauer ungefähr? Ja dokładnie tego nie wiem, ale przypuszczam, że chyba był równo z powierzchnią dachu krematorium. Znaczy ich weiß es nicht genau. Ich nehme nur an, dass die Mauer genauso hoch war wie die Oberkante vom Krematorium. Mhm. Also ich nehme an, dass diese Betonmauer etwa die Höhe des Krematoriums gehabt hat. Das Krematorium selbst war zugänglich durch eine Holztür, die sich in dieser Betonmauer befunden hat. Durch die Mauer wurde vor dem Krematorium ein kleiner Hof gebildet. Im Übrigen ist das Bild, was heute noch besteht von dem Krematorium, entsprechend dem Bild, was seinerzeit gewesen ist, wie Sie dort waren, also in den Jahren 42, 43. Nie rozumiem. Czy tak, jak się dzisiaj przedstawia ta sytuacja, odpowiada temu, co pan widział w roku 42? Tak, z tym, że mur był na to. Ja, also die Mauer und alles stimmt, ja. Ja. Herr Vorsitzender, ich möchte anregen, das Wort klein im Zusammenhang mit dem Hof im Protokoll zu streichen. Das ist insoweit ein relativer Begriff. Der Hof ist so groß, wie das Krematorium breit war. Na, also dann streichen Sie das Wort klein, ein Hof sich gebildet hat, ja. Nun, weiter. Diese Einfüllstutzen, die wir hier sehen auf den Bildern vom Krematorium, sind die bereits zugemauert worden, als das Lager Auschwitz noch bestand oder erst nach Auflösung des Lagers? Nie, w czasie istnienia obozu został zamurowany. Während das Lager existierte, also in dem ursprünglichen Sinne, wurde es zugemauert. Wówczas, gdy tam założono magazyn apteczny, zdaje się tak... Zu der Zeit, als dort Apothekermagazin eingerichtet wurde. Ja, wissen Sie ungefähr, wann das war? No, w każdym razie po zakończeniu działalności krematorium, więc jakimś 43, 44 chyba. Im Jahr 43, 44 nach Beendigung der Tätigkeit des Krematoriums. No, jakże nowe wybudowano w krematorium. Nachdem neues Krematorium gebaut worden ist und das alte nicht mehr in Benutzung war. Die auf dem Krematorium befindlichen Einfüllstutzen sind nach meiner Kenntnis zugemauert worden, als das Krematorium zu einem Magazin umgewandelt wurde. Das war ungefähr in der Zeit, als die Krematorien in Birkenau fertiggestellt und in Betrieb genommen worden sind. Nun, Herr... Ja. Dazu ein, zwei Fragen ja, bitte sehr, ja. Herr Smolin, wie war es denn mit der Mauer im Jahre 1944? Hat die damals noch bestanden? Ja nie wiem, ale chyba ona została również zniesiona wówczas, gdy apteka tam się zrobiła. Ten mur, tak? Ten mur.
Ich weiß es nicht genauer, aber ich nehme an, dass die Mauer damals abgetragen worden ist, als dort das Lager ein. Ja, przypuszczam w każdym razie. Ich nehme es an. Ja, also im Jahre, es ist möglich, dass also im Jahre 1944 die Mauer nicht bestand, ja. Nicht mehr bestand. Ja, es ist möglich. Dann weiter. Wie ist es mit dem Schornstein des alten Krematoriums im Jahre 1944? Komin krematoryjny chyba też nie istniał, też chyba był zdjęty. Schornstein wurde auch, nehme ich an, ja przypuszczam, bo tego dokładnie nie wiem. Also, es ist also möglich, dass 1944 nicht mehr existierte, der Schornstein. Ja. Tak, jest możliwe. Und mit den Einfüllstutzen? To już mówiłem. Das habe ich schon gefragt. Weißt du mal, die wurden zugemauert, sagt er, und zwar nimmt er an, in der Zeit, in der Birkenau das neue Krematorium gebaut war. Właśnie wówczas po prostu zdjęto prawdopodobnie ten mur i komin krematorium. Gleichzeitig wurde die Mauer und der Schornstein abgetragen. Mniej więcej w tym czasie. Ungefähr zu gleicher Zeit. Und das Innere des Krematoriums, war das 1944 ein großer Raum oder war da längs eine Trennwand gezogen? Etwa durch die Mitte des Raums. Piece zostały rozebrane w każdym razie. Die Öfen wurden auseinandergenommen. Ja, nein. Wenn wir uns den Raum, den Innenraum des Krematoriums vorstellen, wie groß war er nach Ihrer Schätzung etwa, Herr Smolin? Chodzi o samo pomieszczenie krematorium. Tak, die ist nicht präzis genug gestellt. Es gab ja mehrere Räume. My mamy dokładne plany krematoryjne, więc nie ma podstaw. Der Oesmar Laternzer will ja gerade darauf hinaus. Er will festgestellt werden, ob er will festgestellt haben, ob die Umfassungsmauern des Krematoriums einen Raum beherbergten oder ob innerhalb dieser Umfassungsmauern verschiedene Räume innerhalb des Krematoriums eingeteilt waren. To znaczy, jeśli chodzi abgeteilt o podwórze tego, czy w środek, nie, o środek krematorium. Nie wiem, jak tam wyglądało, ale chyba nie wszystkie ściany zostały zdjęte. Może jakaś ściana została zburzona, ale wszystkie ściany odpowiadają planom, które posiadamy. Ich weiß es nicht genau, wie es ihn aussah. Es ist möglich, dass die eine oder die andere Wand abgetragen worden ist. Ich weiß es aber nicht. Wir haben ja alle Pläne daraus zu nehmen. Jeśli dokładnie by powiedzieć, to tak, są pewne różnice między planem krematorium, które te plany pochodzą chyba z 40 roku, a jego dzisiejszym środkowym urządzeniem, to znaczy ścianami. Also wir haben Pläne aus dem Jahr 1940 und aufgrund dieser Pläne kann man feststellen, dass einige Änderungen in den Innenraum des Krematoriums. Ale one polegają przede wszystkim na tym, że jakieś dwa pomieszczenia po prawej stronie, jeśli ja sobie przypominam, zostały zmienione i coś jedne czy dwoje drzwi zamurowanych. Soweit ich mich entsinnen kann, wurden ein oder zwei Räumen rechts, wenn man reingeht, irgendwie geändert und zwei oder drei Türen zu den Mauern. Ja. Nun, Herr Smolin, wie ist es denn jetzt, das Innere des Krematoriums, also der innere Raum, wie ist der jetzt aufgeteilt? Ich kann das aufzeichnen. Wenn Sie das kurz mal machen, und ich möchte dann fragen, ob das auch 1944 so war. Ja, to w takim razie nie będę malował. Jeśli by można porównać mój rysunek z jakimiś planami, to ja tego nie będę. Daraufhin nichts zeichnen, denn ich möchte nicht, dass man meine heutige Zeichnung mit den Plänen von 1940 etwa vergleichen kann. I ja mogę tylko w przybliżeniu mówić, ale proszę zrozumieć, że ja tutaj jestem z pamięci, mam odtwarzać jakieś odległości, ściany i drzwi. Bitte überlegen Sie mal, ich muss aus Gedächtnis irgendwelche Entfernungen oder genaue Beschreibungen der Innenräume. Ich chcę pomóc w każdym stopniu sądowi, w każdym stopniu. Ich möchte auf jeden Fall helfen. Tak sądowi, jak i wszystkim stronom. Wyjaśniać. Ale proszę mi nie zadawać takich pytań, na które rzeczywiście nie mogę odpowiedzieć. Ja, nun gut. Ich bitte die Antworten, soweit sie erteilt worden sind. Also der Zeuge sagt zunächst auf Befragen, ich nehme an, dass der Schornstein des Krematoriums etwa zur selben Zeit, als die Mauer niedergelegt wurde, ebenfalls abgebrochen worden ist.
wegen der inneren Aufteilung des Krematoriums bestehen Pläne aus dem Jahr 1940. Es kann sein, dass nach der Veränderung des Zwecks dieses Raumes und nach seiner Benutzung als Magazin im Inneren ebenfalls Änderungen der Raumaufteilung vorgenommen worden sind. Ich weiß jedoch dies nicht genau und kann deshalb eine präzise Angabe insoweit nicht machen. Stimmt das so? Ja. Dankeschön. Bitteschön. Nun, ja. Für den Kamin stellen. Der Kamin oder, wie hier gesagt wird, der Schornstein, ist ja wieder aufgebaut worden. Ist der an genau derselben Stelle und in derselben Form wieder aufgebaut worden? Jest w tym samym miejscu, dlatego że ma połączenie z paleniskami krematoryjnymi. Przy czym on teraz jest naturalnie odbudowany po wojnie już, a przedtem w czasie obozu on kilkakrotnie był, pękał i był odnawiany. Der Schornstein ist an genau die gleiche Stelle aufgebaut, denn er hat ja Kanäle mit den Feuerungsstellen unten im Krematorium. Und nach dem Krieg wurde der genauso aufgebaut, wobei man vermerken muss, dass während des Krieges dieser Schornstein auch einige Male erneut worden ist. Der Schornstein des Krematoriums ist nach dem Krieg in der Form wieder aufgebaut worden, wie er früher bestanden hat. Auch während des Kriegs wurde dieser Schornstein mehrmals erneuert. Nun, Herr Smolin, wäre dann die nächste Frage, die der Einteilung der Fenster auf dem Boden des SS-Reviers. War das SS-Revier ist Ihnen ja ein Begriff. Sie wissen ja, wo das gewesen ist. Und gab es auf dem Boden des SS-Reviers ein Fenster, von dem man aus auf das Krematorium sehen konnte? Tylko w klatce schodowej między piętrami się znajduje i powyżej piętra znajduje się okno, ale tak zwanego Giebelfenster, to tego nie było tam nigdy. Nur in dem Treppenhaus, auch oberhalb der Treppe, aber ob ein Giebelfenster da ist, kann ich mich nicht entsinnen. Blok z zewnętrznej strony został, nie był zmieniany w ogóle nigdy. Diese Block wurde an den äußeren Mauern nicht geändert. Das Reviergebäude ist an den äußeren Mauern nicht geändert worden. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass außer dem Fenster im Treppenhaus noch ein Giebelfenster dort gewesen sein soll. Ja. Wie war es im Kellerraum dieses Reviers? Wissen Sie da etwas von einer 15 cm starken Holztür, hinter der ein Lager, ein Lagerraum für Bier und so weiter gewesen ist? To pomieszczenie sąd oglądał tam na dole. Są jeszcze jakieś do mycia, zdaje się, jakieś takie kotły czy coś znajduje się oraz są jakieś drzwi prowadzące do piwnicy z piwem, gdy jeszcze w tym okresie tam był Führerheim, zdaje się, w tym. Das Gericht hat ja diese Räume besichtigt und konnte feststellen, dass da hinter der Tür irgendwelche Gegenstände zum Waschen vorhanden sind und dass dahinter noch irgendeine Tür ist, die zu einem Raum führt, in dem eventuell Bier aufgehoben wurde, zur Zeit, als es noch Führerheim war. Und wieso wissen Sie das? Wieso wissen Sie das? No, to tylko znam z tego, że więźniowie mówili, a tam nigdy w piwnicy. Das weiß ich von den Erzählungen der Häftlinge. Aus den Erzählungen der Häftlinge weiß ich, dass im Keller des Reviers hinter einem abgeteilten Raum sich eine weitere Tür befand, hinter der irgendwelche Dinge aufbewahrt wurden, die für das Führerheim der SS bestimmt waren. So, nun wollen wir uns einmal zu dem Kommandanturgebäude
im Geiste begeben und dort das Adjutantenzimmer. Und noch einmal uns vorstellen, Herr Zeuge, wie ist es mit den Türen, die in diesem Kommandanturgebäude sich befunden haben? Sind diese Türen unter die Eingänge verlegt worden? Wejściowe drzwi nie są zmienione, żadne, to znaczy do budynku. Die Eingangstüren in das Gebäude sind nicht geändert worden. Sind nicht geändert worden. Do budynku. Auch nicht die Eingänge für das Adjutantenzimmer? A nie to, ja mówię no o... tak, a nie, pyta się teraz następne pytanie, czy również te drzwi do... Nie, tam drzwi zostały zmienione. Na piętrze wszystko jest zmienione, wszystkie pokoje są zmienione, z wyjątkiem komendanta, pokoju komendanta. In dem oberen Stockwerk wurden alle Räumlichkeiten geändert bis mit auf das Zimmer des Kommandanten. O, nie, ten nie został. Ja, bis auf das Zimmer des Kommandanten. In dem Kommandanturgebäude sind im ersten Stock inzwischen alle Räume verändert worden, bis auf das Zimmer des Kommandanten, das noch in dem früheren Zustande erhalten geblieben ist. Herr Smolin, Sie haben seinerzeit dem Gericht Pläne des Lagers Birkenau, und zwar zwei Pläne, überreicht. Und diese Pläne, die zum Protokoll genommen worden sind, die stammen woher? One są zrobione przez polską firmę, biuro dokumentacyjne. Sie wurden durch ein Dokumentationsbüro in Polen angefertigt. Ja przypuszczam, że tam jest i stempel, i proweniencja cała tego. Ich nehme an, dass auf diesen Plänen die entsprechende Stempel und Bezeichnung vorhanden sind. Von dieser Firma. Und aufgrund wessen hat die polnische Firma diese Pläne angefertigt? Na podstawie inwentaryzacji terenu. Tak zwana inwentaryzacja terenu. Bei in, also Erfassungs, Inventarisierung oder Erfassung des ganzen Geländes. Aufgrund dieser Aussagen wurden diese Pläne angefertigt. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aufgrund? Der Inventarisierung, also Bestandsaufnahme, ja. dieses ganzes Gelände, aufgrund ja. dessen, was da schriftlich festgelegt worden sind, sind auch diese, aufgrund dieser Unterlagen sind diese Pläne angefertigt worden. Ja, hatten Sie da keine alten Originalpläne dabei? Ja właśnie nie wiem, czy może są jakieś stare. Ja nie wiem, o który to plan chodzi, nawet ja już nie pamiętam, jaki myśmy dawali. Ich weiß es leider nicht genau, genau welchen Plan sich es hier handelt. Aber Sie haben zwei Pläne seinerzeit im Gericht übergeben. Może zobaczyć. Sie sind hier. No może ich nie znam. Und ich möchte nur wissen, wie diese Pläne zustande gekommen sind. Więc to jest 29 września 62 zrobiony plan na podstawie tych śladów, jakie istnieją w terenie. Przy czym na pewno do tego jest jakaś legenda. Also diese Pläne wurden aufgrund, der Spuren angefertigt oder aufgrund der Objekte, die noch vorhanden sind, wurden diese Pläne angefertigt. Also nicht etwa nach alten Bauplänen, die dem Gericht überreichten, die dem Gericht bei der Ortsbesichtigung in Auschwitz überreichten Pläne wurden lediglich aus vorhandenen Überresten und Spuren angefertigt, die sich bei der Übernahme des Lagers noch vorgefunden haben. Nicht haben diesen Plänen etwa frühere Baupläne zugrunde gelegen. So, nun, Herr Zeuge, hätten Sie uns sonst noch etwas zu sagen über die Bekundungen, die im Rahmen dieser Ortsbesichtigung von Ihnen gemacht worden sind? Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Nichts mehr zu sagen. Da darf ich Sie doch noch mal um Ihre Personalien bitten, weil wir Sie schon sehr lange vernommen haben. Ihr Vorname ist? Kasimir. Kasimir. Kasimir
Und wie alt sind Sie? 45. 45 Jahre alt, Direktor des Auschwitz-Museums, wohnhaft in Auschwitz und verheiratet. Ja. Sind Sie auch mit den Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert? Wollen Sie das dann noch festlegen? Ja, ja. Und zwar bitte ich den Zeugen, sich nochmal zurückzuversetzen nach Block 20, Behandlungsraum in Anführungsstrichen Claire und gegenüber der Waschraum. Und da frage ich den Zeugen, lagen die Türen von Behandlungsraum Claire und Waschraum genau gegenüber oder waren sie seitlich verstellt? Der Zeuge kann die Ortsbesichtigung, die stattgefunden hat, hier nicht ersetzen. Das ist nicht das Beweisthema. Es soll lediglich zu dem gehört werden, was er damals gesagt hat. Außerdem möchte ich die Frage insofern beanstanden, als gefragt werden muss, heute oder damals oder wann. Soweit er das noch feststellen kann. Ja, also zunächst, Herr Rechtsanwalt Joschko, befindet sich in dem Ortsbesichtigungsprotokoll ein Bild, das, und zwar Film 2, Bild 2, wo man aus dem einen Raum über den Flur in den anderen Raum sehen kann. Das ist der Zustand, wie er sich heute vorfindet. Und nun könnten wir den Zeugen fragen, ob dieser Zustand auch früher bestanden hat. Dagegen bestehen keine Bedenken. Więc jeśli chodzi o same drzwi, ja nie wiem, czy one stoją naprzeciw, czy nie naprzeciw. W każdym razie na pewno stoją w starym miejscu. Tak bym to powiedział. Ich weiß es nicht ganz genau, ob die Tür genau gegenüber liegen. Ich weiß nur eins, dass die Tür in den ursprünglichen Zustand verblieben sind. Ja. Auf Befragen, die Türen des, die Türöffnung nennen. Des Anführungszeichen Behandlungsraums Claire Anführungszeichen und des da gegenüberliegenden Waschraums Anführungszeichen sind dieselben geblieben wie früher. Herr Rissmann, Dr. Laternsen. Ich habe noch eine Frage, Herr Zeuge. Sie sprachen von dem Kellerraum des SS-Reviers. Und erwähnten dann einen Raum mit einer etwa 15 cm starken Holztür. Ja. Waren in dem Kellerraum oder in dem Kellergeschoss mehrere Kellerräume? Tak. Ja. Und sind diese Kellerräume alle von einem gemeinsamen Vorraum erreichbar? Z wyjątkiem tego właśnie Bierkeller. Mit Ausnahme des Bierkellers. Ja, aber alle anderen waren dann von einem gemeinsamen Vorraum erreichbar. Chyba tak, jeśli ja sobie przypominam. Ich nehme an, ja. Das Quadrat do wszystkich. Ja. Wollen Sie, dass ich das noch aufnehmen soll? Ja. Die Kellerräume des SS-Reviers waren im Allgemeinen von einem gemeinsamen Vorraum aus zu erreichen, mit Ausnahme des sogenannten Bierkellers, von dem ich vorhin bereits gesprochen habe. So, sind von bitte schön. Dazu. Ja. Ist das Ihre richtige Erinnerung, Herr Zeuge, dass also dieser sogenannte oder jetzt genannte Bierkeller nicht von dem Vorraum aus erreichbar war? Nie, ja tylko mogę powiedzieć tak, jak dziś jest, że przechodzi się rzeczywiście z kwadratowego jakiegoś takiego pomieszczenia do kotłowni i później są poszczególne drzwi i do tego pomieszczenia, gdzie to piwo miało tam być magazynowane, przechodzi się przez drzwi, w którym jest jakiś waszraum czy coś tam, kotły jeszcze istnieją. Also soweit ich mich na der heutige Lage entsinnen kann, ist dieser Raum von durch ein jakiś waszraum. Waschraum oder sowas ähnliches betretbar. Ja. So. Also nicht unmittelbar von dem Vorraum? Nee. Nein. Nein, das hat uns der Zeug ja ganz deutlich gesagt. Nun gut. Also, so viel ich heute noch in Erinnerung habe, war dieser sogenannte Bierkeller, wie ich bereits gesagt habe, nicht durch den allgemeinen Vorraum unmittelbar, sondern nur über einen davorliegenden Raum, der als Waschraum etc. diente, zu betreten.
Was hatten Sie noch, Capesius? Das stimmt nicht. Oder man soll der Herr Zeuge sagen, was er nun mit dem Bierkeller bezeichnet. Wenn man bei den Treppen herunterkommt, dann ist genau gegenüber ein Keller. Das war der Weinkeller und der SS-Revierkeller für die Küche. Meint er den Raum? Nee. Denn was in dem gewesen ist, weiß ich nicht. Aber die anderen zwei Keller, die uns gehört haben, waren beide direkt erreichbar. Und die Duschanlage, die ist zwischen unseren Kellern etwas nach rückwärts gelagert. Und dort haben sie unsere Häftlinge täglich duschen können, wann sie wollten. Und vorne war ein Eingang zur Heizung. Aber aus dem mittleren Raum sind unsere zwei Keller direkt an die Türklinke erreichbar gewesen. Der Zeuge hat ja nicht von Ihren Kellern gesprochen, sondern er hat von dem sogenannten Bierkeller gesprochen. Und er hat gesagt, ein Raum war zugänglich durch eine etwa 15 cm dicke Holztür. Und da kam man in einen Raum, den er als Waschraum bezeichnet hat. Und wenn man durch diesen Waschraum hindurchgegangen ist, da war noch mal eine Tür. Und die führte zu einem kleinen Keller, der nach seinem Wissen als Bierkeller verwandt worden ist. Und diesen kleinen Keller, den konnte man nicht unmittelbar von der Treppe oder von dem Vorraum erreichen, sondern da musste man erst durch diesen Waschraum hindurchgehen, um dort hineinzukommen. Habe ich Sie so richtig verstanden, Herr Smolin? Ja, das war jedenfalls kein Apothekenkeller. Nee. Ja, mówię, wir auch einen hatten, wo früher Getränke gelagert wurden. Ja wiem tylko o Bierkeller wtedy, gdy jeszcze Führerheim tam się mieścił. Ich weiß nur von dem Bierkeller als der Zeit, wo dann noch Führerheim drin. Haben Sie denn eine Kenntnis, Herr Smolin, von den Kellern, die der Apotheke zur Verfügung standen? Nie, von nie pamiętam. Nein. Das kann er nicht sagen. Ja. Moment, wir wollen erst mal ringsherum fahren. Hat die Staatsanwaltschaft noch Fragen? Herr Rechtsanwalt Ormond. Eine Frage. Herr Zeuge, als Liebe Henschel Kommandant wurde, wurden da die Stehbunker geschleift, das heißt vernichtet, oder nur nicht mehr benutzt? Nie, zdjęte zostały. To znaczy, został... Jak to? Od, nie odbudowane, tylko... No. Ja, wurde zdjęte. Abgerissen, ja. Er wurde abgerissen. Ja. Gut. Als dann später Bärkommandant wurde, beziehungsweise Höss eine Zeit lang Standortältester wurde, sind da die Stehbunker wieder aufgebaut worden? Nie wiem. Das weiß ich nicht. W każdym razie po wyzwoleniu tych nie było. Jedenfalls nach der Befreiung gab sie nicht. Dankeschön. Ja, von Seiten der Verteidigung, Dr. Ferdig. Herr Präsident, soweit ich mich erinnere, wurde das Ergebnis der Erörterungen vor der Pause über die Verhältnisse der Eingänge in den Blöcken 8 und 8a und 3 und 3a nicht protokolliert, weil die Sitzung durch die Pause unterbrochen wurde. Um das aber zu vereinfachen, erlaube ich mir an den Zeugen eine Frage zu stellen. Herr Zeuge, habe ich Sie insoweit richtig verstanden, als Sie sagten, ich kann mich nicht erinnern, ob man von den Eingängen der Blöcke 8a und 3a unmittelbar in den Block 8 und 3 kommt oder ob dieser Block zum Treppenhaus hin durch eine Zwischentür abgeschlossen war. Ja, nie pamiętam tego, rzeczywiście. Nein, ich kann mich daran nicht erinnern. Musiałbym sprawdzić dopiero na bloku, czy istnieje. Ich musste da auf dem Block feststellen, ob oder nicht. Das bitte ich zu Protokoll zu nehmen, dass sich der Zeuge daran nicht erinnern kann. Ob zwischen dem Treppenhaus nach 8 bzw. 3a und dem Flur 8 bzw. 3 eine Tür war oder nicht? Ja, so ungefähr. Ja? Ja. Der Zeuge erklärte auf Befragen, ich weiß heute nicht mehr, ob sich zwischen dem Treppenhaus nach den Blöcken 3a bzw. 8a und dem Flur der Blöcke 8 bzw. 3 eine Tür befunden hat oder nicht. Ich nehme an, dass es doch der Fall ist, denn auf allen Blöcken ist ja der Fall. Ich weiß es aber nicht genau. Ich nehme es jedoch an, dass sich derartige Türen dort befunden haben.
Ja, vielleicht noch eine weitere Frage. Herr Zeuge, können Sie sich auch nicht dann daran erinnern, wenn ich Ihnen von der Einlassung des Angeklagten Bednarek vorhalte, dass man im Block 3a, in dem Sie ja untergebracht waren, von diesem Seiteneingang unmittelbar in einen Waschraum kam? Można było wchodzić, rzeczywiście, bo wszystkie waschraumy znajdowały się w środku. Ja, es könnte durchaus der Fall sein, denn alle waschraumy befanden sich im Inneren des... Tylko ja na trzecim, na bloku trzecim A przebywałem w 40 roku, to wtedy to jeszcze było w budowie i waschraumu nie było. Ich war allerdings auf dem Block 3A im Jahr 1940, da war der Block noch in Bau, sodass noch keine waschraumy vorhanden waren. A na końcu byłem w 44 roku i właśnie dlatego nie wiem, czy istniały już te drzwi, czy nie istniały. Und was die Tür anbelangt, so weiß ich ja nicht, ob das im Jahr 44 der Fall war oder nicht. Weil ich im 44 dann noch war etwas anderes, das ja. braucht also dann nicht protokolliert zu werden. Auf Anregung des Angeklagten Kleer möchte ich beanstanden, dass im Protokoll auftaucht Behandlungszimmer Kleer. Das ist nicht richtig. Ein Behandlungszimmer Kleer gab es nicht. Es gab einen Ambulanzraum, in dem nicht nur Kleer war und in dem auch nicht nur die Injektion durchgeführt wurden, sondern in dem auch andere Sanitätsdienstgrade, Ärzte waren und in dem auch Behandlung durchgeführt. Ja, also zunächst einmal die Frage, wissen Sie etwas davon, ob in diesem einen Raum, wir wissen, um welchen es sich handelt, von der Tür aus links, den wir verschiedentlich bezeichnet haben, einmal als Zimmer Kleer, einmal als Behandlungsraum und so weiter, ob da außer Kleer auch noch andere Medizinleute tätig waren, zum Beispiel Ärzte oder sonstige. Tak, ja to nazwałem tylko dla uproszczenia, po prostu. Ich habe das nur einfachheitshalbe ja. Raumkleer genannt. Also, dann wollen wir das aufnehmen. Wenn ich in meiner Vernehmung von einem Zimmer Kleer in Anführungszeichen gesprochen habe, so meinte ich den Behandlungsraum, der sich links neben der Eingangstür von Block 26 aus, von Block 26 ausgesehen befand. Ich habe nur der Einfachheit halber diesen Raum als Zimmer Kleer bezeichnet. Einverstanden? Ja. So, Moment, jetzt noch rechts mal Erhard. Ich möchte aber vorausschicken, dass es sich nicht unmittelbar jetzt zu den eigenen Beobachtungen des Zeugen fragen möchte, nämlich zu dem Problem der Grube von Block 15. Haben Sie, Herr Zeuge, damals, als Sie im Lager waren, davon gehört, dass in dieser Grube des Blocks 15 Ihr Vorgesetzter Stark einen Menschen erschossen hätte? Nein. Nein. Ertränkt. Erschossen oder ertränkt, ja. Kann ich dazu sagen. Ich habe nichts davon gehört. Danke. Ich habe während meiner Anwesenheit im Lager Auschwitz nichts davon gehört, dass der Angeklagte Stark in der Baugrube zu Block 15 Menschen auf irgendeine Weise getötet hätte, sei es durch Erschießung oder durch Ertränkung. So, jetzt wollte noch der Angeklagte Kleer etwas sagen. Ja. Herr Präsident, ich habe zwei Fragen an den Zeugen. Bitte schön. Herr Zeuge, ist es richtig, dass die Blöcke 19, 20 und 21 von der Lagerstraße ungefähr 6 Meter zurück lagen? Teraz, czy bloki 19, 20 i 21 są? Bitte nochmal die Frage. Ob die Blöcke 19, 20, 21 von der Lagerstraße ungefähr 6 Meter zurück lagen? Znajdują się około 6 metrów. Tak. Dokładnie nie wiem, 4 metry, 5 metrów. Ich weiß es nicht ganz genau. 6 Meter sehr wahrscheinlich nicht. 4, 5 Meter. Und ist es richtig, dass vor den Blöcken eine Rasenanlage war von den Blöcken 20 und 21? Między blokami 21 i 20. Czy 21? Jest, rzeczywiście. Ja, jest, tak. Ale tylko z frontowej i z tylnej strony, ze środkowej nie. Nur auf der Vorder- und Rückseite. Wie, nur auf der Vorder- Stirnseite i und ostatnie, i koniec. Und Rückseite. Auf die beiden Giebelseiten. Ja. Ja. Also, wenn ich das richtig verstehe, zwischen dem Hausgiebel und dem Rand der Fahrbahn, soll sich ein Rasenstreifen befinden und das soll eine Entfernung von etwa 6 Metern ausmachen. Ist das so richtig? 4 bis 6 Meter? 4 bis 5 Meter.
Bitte? 4 bis 5 Meter. 4 bis 5 Meter. 5, 6, glaube ich nicht. 4 bis 5 Meter. Und 6 sagt, glaubt ihr nicht? 4, 5 Meter sagt der Zeuge. 4, 5 Meter. Ja. Z tym, że te zielone skwerki, o tak. których mowa, tak. Były takie. Vielleicht zeigen Sie dem Zeugen einmal dieses Bild, 2-3, da ist ein Rasen zu sehen, ob das auch so gewesen ist, wie er im Lager gewesen ist. Tak, właśnie, czy tak było, tak. Genau so wie ich das. Ja. Ja? Was sagt er? Genau, ja. Ja. Also auf Befragen des Angeklagten Claire, es ist richtig, dass zwischen dem Rand der Fahrbahn und den Giebelmauern der Blöcke eine Entfernung von etwa 4 bis 5 Metern gelegen hat und dass dieses Gebiet mit einem Rasen eingesät war. Ja? Ja, ist richtig. Noch eine Frage. Ja. Zeuge, ist es richtig, dass kein LKW an diesen Block ranfahren konnte? Ja, nie wiem, czy mógł przyjechać jakiś LKW. Ich weiß es nicht, ob da irgendein LKW ranfahren konnte. Znaczy, ja nie wiem, w które miejsce miał podjechać. Und außerdem weiß ich auch nicht, an welche Bo Stelle. Mógł podjechać pod 21. Blok cały i mógł wjechać na całe podwórze. Der konnte ja das im ganzen Hof befahren und konnte auch an den Block 21 ranfahren. Nein, ich meine, Herr Zeuge, ob der LKW an den Block 20 direkt ranfahren kann. An den Block 20. Tutaj. Bezpośrednio. Herr Präsident, ich widerspreche dieser Frage. Insofern, Herr Klär, ich will das erklären. Meinen Sie mit dieser Frage, ob er ranfahren durfte oder ob es technisch möglich war? Nein, ob es technisch möglich war, an den Block ranzufahren. Da warum soll man nicht auf den Rasen ranfahren können? Das konnte man nicht ranfahren, weil ja der Rasen, die Rasenfläche war da, die Rasenfläche war noch eingezäunt mit einem kleinen Drahtzaun ringsherum. Und dadurch konnte kein LKW an den Block rankommen. Der Block, der LKW konnte sich nur auf der Lagerstraße... Also, Herr Smolin, es wird hier behauptet, dass diese Rasenfläche von etwa 4-5 Meter zwischen der Fahrbahn und der Giebelwand des Hauses, dass diese Rasenfläche nicht befahren werden konnte mit einem LKW, weil sich dort ein kleiner Drahtzaun befunden haben soll. Das war nur ein schwacher Drahtzaun? Ja, mit ganz schwachem Draht, also ganz dünner Pfahl. Begrenzung, das abgegrenzt wird. Ja, also er will damit sagen, technisch war es natürlich möglich, mit einem LKW da drüber zu fahren. Nicht? Eine andere Frage ist die, ob es erlaubt gewesen ist oder verboten war. Herr Präsident, technisch ist es möglich, wenn ich drüber fahren kann, aber es war technisch nicht möglich, weil es verboten war. Naja, also das ist nicht ganz logisch, was Sie sagen. Ich persönlich frage nur auf diese Frage, weil von dem Zeugen behauptet worden sind, es sind Leiden durch das Fenster auf den LKW geschossen. Ja. Und dadurch begründe ich meine Frage, weil das praktisch nicht möglich war, weil der LKW nicht an den Block 20 ranfahren konnte. Naja. Sonst wäre ja keine Begrenzung mit dem kleinen schwachen Draht angezeigt gewesen, dass keiner darauf geht. Naja, haben Sie noch nicht erlebt, dass sich Leute auch über derartige Vorschriften hinweggesetzt haben? Nein, Herr Präsident, in dem Lager habe ich das nie erlebt. Da hat keiner den Rang betreten. Wenn es verboten betreten war. Nicht, das glaube ich. Von den Gefangenen bestimmt nicht. Und ein LKW hätte sich überhaupt nicht darauf getraut, den Rasenflicker zu geben. Mhm. Ja. Aus den Bildern, die dem Gericht ja vorliegen, dass das ja gar keine Schwierigkeit war, rückwärts ranzustoßen mit dem LKW an die Fenster. Ne? Herr, entschuldigen Sie bitte, waren Sie in Auschwitz oder war ich in Auschwitz? Nein. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es nicht möglich war und dass es verboten war. Es hätte sich kein Fahrer erlaubt, auf diese Rasenfläche raufzufahren. Ja, da hat sich nur auf seiner Lagerstraße befunden. Also, das war 21, ja? Ja. Może jeszcze dodam, żeby wyjaśnić to. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Te skwerki zielone nie istniały przecież cały czas, tylko one były w 43, może założone dopiero. Diese Rasenfläche waren ja nicht von Anfang an, die wurden erst im Jahre etwa nach 43 angelegt. 42, 43. Na początku obozu ich nie było. Am Anfang des Lagers gab es die Rasenfläche überhaupt nicht. Herr Präsident, die Rasenfläche war schon da, wo ich 41 im Oktober nach Auschwitz kam, befand sich schon die Rasenfläche. Ja. Genauso wie zuletzt. Also der Zeuge sagt, diese Rasenflächen waren jedoch nicht von Anfang an eingesät, sondern
entstanden erst später in den Jahren 1942 oder 43. So, noch eine Frage. Noch eine Frage. Ja. Herr Zeuge, ist das richtig, dass der Ambulanzraum in 28 abgeteilt war mit einer Glaswand? Czy ambulans w 40. W roku 28. Znaczy to przejście to jest pomieszczenie po prawej stronie, gdy się wchodzi. Ist das Raum rechts, wenn man reingeht? Raum rechts, wenn man reinkommt, jawohl. To było oddzielone ścianą, nie całą szklaną, tylko z takim okienkiem było. Es war mit einer Wand abgetrennt, in der sich ein Glasfenster befand. Tak, za okienkiem siedzieli, zdaje się, z kartotekami, a tu byli chorzy w tym początku. Jeśli się nie mylił, tak. Ja. Das war abgetrennt. Ja. Es gab eine Trennwand mit einem Fenster drin. Hinter dem Fenster saßen die Häftlinge mit Kartotheke und auf der anderen Seite saßen die Kranken. Abgetrennte, da befand sich die Schreibstücke von den Häftlingen. To nie była kartoteka, to było tak jakieś podręczne. Ja, ja, es war so irgend. Albo Blockkarte, albo nie wiem. Ja, eventuell Blockkarte oder sowas ähnliches. Ja. Herr Petnarek, bitteschön. Herr Präsident, ich möchte nur meine vorherige Aussage ergänzen, indem ich mal Herrn Smolin sagen würde, dass das nicht bösartig meine Aussage war. Ich habe nur das ausgesagt, was ich im Gedächtnis habe. Und ich möchte Herrn Smolin vielleicht mal jetzt mal zur Erinnerung mal sagen, dass im Block 3 und Block 3a, das sind vor dem Block waren 3 oder 4 Stiegen. Ich weiß nicht, ob er sich daran erinnern kann. Aber auf Block 8 waren keine Stiegen von außen, wo man, also wenn man im Block gegangen ist, Herr Smolin, wollte ich sagen, da waren 3 oder 4 Stiegen nach Block 3 und nach Block 3a. Und beim Block 8, da waren von der Außen, von der Frontseite auch 3 oder 4 Stiegen. Aber vom Seiteneingang waren keine Stiegen. Also dementsprechend war schon eine Änderung von außen. Więc jeszcze raz, jeśli można, to wyjaśnienie tutaj dla sprawdzenia pamięci dokładnie sobie uzmysłowić, to wyjaśniam jeszcze raz, że środkowe wejścia przed budynkiem do 8 bloku i do 3 bloku nie posiadają żadnego, tylko jeden schód. Die Sache noch mal deutlich zu machen, muss ich erklären, dass die Seiteneingänge nur jeweils eine Stufe hatten im Block 8. Eine Stufe. Ja. Tak samo w trzecim, jak i w sowohl 8. Block 3 als auch im Block 8. Gdy się weszło już do pomieszczenia, gdy się wejdzie już do klatki schodowej, znaczy za drzwi wejściowe, wenn man schon innerhalb des Treppenhauses war, posiada i Block 3 i Block 8 po 3 czy 4 schody. War sowohl im Block 3 als auch Block 8 3 oder 4 Stufen innerhalb des Treppenhauses. I te właśnie to wtedy przebywało się na poziomie parteru. Und wenn man die Treppen bestiegen hat, war man auf der Ebene der ersten, also Grund, erste Etage. Tak, to jest naturalnej przyczyny dlatego, że frontowe wejścia w 8 i w 3 bloku die Stirnseiten beim 8, Block 8 und 3 posiadają po 3-4 stopnie. Haben 3 bis 4 Stufen gehabt. I wyrównanie tego poziomu zbocznego wejścia jest wewnątrz klatki dokonane, und, a nie na zewnątrz. Die gleichen 3 bis 4 Stufen befinden sich an den Seiteneingängen innerhalb des Treppenhauses. Also an Stirnseite außerhalb und an der Seite innerhalb des Treppenhauses. Dla wyrównania poziomu parteru. Ja, um die gleiche Ebene zu erreichen, ist ja klar. So. Ist sonst noch etwas zu fragen oder eine Erklärung abzugeben? Herr Smolin, Sie sind bei Ihrer letzten Vernehmung hier vor dem Schwurgericht beeidigt worden. Ja. Wollen Sie das, was Sie heute ausgesagt haben, erklären unter Bezugnahme auf den von Ihnen bereits geleisteten Eid? Ja. Das würde bedeuten, dass es genauso wiegt, als ob Sie heute erneut beeidigt worden wären. Ja. Versichert die Richtigkeit ist der von ihm gemachten Aussage unter Bezugnahme auf den von ihm bereits in dieser Instanz geleisteten Eid. Gegen die Entlassung des Zeugen, ja, Herr Dr. Fertig, der Herr Rechtsanwalt Dr. Stolling II hat darauf bestanden, dass dieser Zeuge noch einmal gehört wurde, beziehungsweise hat beanstandet, dass er damals nicht geladen worden ist nach Polen, wie der Herr Smolin vernommen worden ist. Das ist mir bekannt, dass das der Herr Stolling beanstandet hat. Ja,
Aus diesem Grunde wurde der Zeuge heute noch mal hierher geladen. Ich bedauere, dass er nicht da ist. Haben Sie keine Fragen mehr zu stellen? Nein, ich habe... Keine Fragen mehr zu stellen. Na schön. Nun, gegen die Entlassung des Zeugen wird auch nichts eingewandt. Der Zeuge wird dann im allseitigen Einverständnis sämtlicher Prozessbeteiligten entlassen. Sie können gehen. Ich danke Ihnen schön.